Freunde von heute, eine neue Ausgabe von Signs of Gaming ist da. Die beste Ausgabe, die wir bis jetzt am Start haben. Es gibt heute Tränen, es gibt Lacher, es gibt Gewinnspiele, es gibt tolle News, ein sehr interessantes Thema in Bezug auf YouTube. Es gibt vieles und ein mysteriöser Brief ist aufgetaucht. Wir haben eine neue Studio-Deko. Ich muss mich mal richtig hinsetzen. So, wir haben eine neue Studio-Deko, das seht ihr da, den AT-AT Walker, da kommen wir gleich auch noch zu. Wir haben viele Pakete bekommen. Wir verlosen diese PS4 an jemanden. Also wir lösen heute auf. Wir haben aber ein neues Gewinnspiel und zwar könnt ihr einmal Need for Speed Merchandise gewinnen und GTA Merchandise. Wir spielen heute Rainbow Six Siege. Wir haben Just Cause 3 am Start, ein Battle Beef und zwar Street Fighter und vieles mehr. Ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt und jetzt all euren Freunden auf Twitter, auf Facebook, überall diesen Stream weiterempfehlt. Denn wenn wir heute den Rekord knacken von Zuschauern, der bei 4000 liegt, dann gibt es nächste Woche ein Riesen-Special. Und zwar, Ben, die ganze Sendung lang über rückwärts zum Monitor gedreht. Ich denke mal, das schaffen wir, oder? Also, jetzt los, alle den Stream teilen und wir sehen uns in wenigen Sekunden. Viel Spaß mit der neuen Ausgabe, die 9. Episode von Signs of Gaming. Schön, dass ihr da seid heute bei der neuen Ausgabe von Signs of Gaming auf Twitch, auf PlayNation.de und auf anderen Plattformen, insofern, wenn ihr später bei YouTube guckt, natürlich auch auf YouTube. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid bei dieser neuen Episode, denn wir haben für euch heute relativ viel vorbereitet. Es gibt dramatische Szenen, es gibt aber wunderschöne Szenen, es gibt heute ein neues Battle Beef und zwar spielen wir Street Fighter 4. Wir haben für euch Just Cause 3, Rainbow Six spielen wir, das wir im Let's Play jetzt angefangen haben, was unheimlich mega viel Spaß macht. Dann haben wir haben halt so viel Kram für euch, ja. Und ihr seht ja die PS4, ein glücklicher Mensch kriegt heute diese PlayStation 4 im Star Wars Battlefront Design Plus. Wir haben noch Battlefront Versionen, die wir ja auch, ah ne, die haben wir ja letzte Woche verlost. Quatsch. Also einer kriegt diese PS4 und wir haben hier noch, kann man ganz kurz zeigen, hier Merchandise von GTA haben wir einen Karton am Start und Need for Speed haben wir auch noch was. Und das Coole ist, wir haben eine neue Studio-Deko bekommen, diesen AT-AT Walker aus Holz. Also der ist echt aus Holz, das ist mega cool, ja. Kann man nicht kaufen, hat uns jemand gebastelt, sehr schön. Dann haben wir noch einen weiteren Karton erhalten, den habe ich gerade nicht zur Hand, den zeige ich euch gleich. Wobei, ich hole den mal eben, ich roll mal ganz kurz, ganz elegant aus dem Bild. So, ach guck mal hier. Das könnt ihr auch gewinnen heute. Ein Need for Speed Hoodie. Ja, sehr, sehr cool. Das könnte euer sein. Dann haben wir hier noch diesen Karton hier. Ja, so, diesen Karton. Und bei diesem Karton gibt es richtig schöne Sachen. Die gucken wir uns gleich mit dem Ben einfach mal an. Ja, da will ich nicht zu viel verraten. Außerdem, wie gesagt, ein interessantes Indie-Thema. Und zwar sprechen wir über ein Indie-Thema, ein Science-Thema. Wir sprechen über Indie-Games. Ja, das ist auch ziemlich interessant. Und wir haben diesen Brief hier, der eine wichtige Rolle heute spielt. Denn wer die letzte Ausgabe von Science of Gaming gesehen hat, Battle Beef, der weiß, worum es da geht. So, deswegen begrüße ich jetzt meinen Co-Moderator, der heute auch mal sich wieder nicht lumpen lässt, hier vorbeizuschauen. Denn es gab Pizza umsonst. Ben. Komm, hey, wenn es was umsonst gibt, bin ich doch immer dabei. Guten Tag, Benno, immer. Wie ist es? Bro, gut. Jo, ey, jetzt. Ja, heute. Hallo, schön. Die 9. Episode von Science of Gaming, ne? Curry ist auch da hinten irgendwo. Genau, der Curry ist heute auch da, ist der ja Kevin. Auch mal toll, wir wollen ja professionell sein, wir nennen ab sofort nur Kevin, oder? Kevin. Also, das ist aber nicht professioneller als Curry, glaube ich. Ja. So, und wir haben ja diese Woche viel Material von den Leuten bekommen, ja, fürs Gewinnspiel, ja. Denn man sollte was Reelles machen, was für Science of Gaming am Mehrwert hat. Und da haben Leute Intros, Videos gebastelt und eine AT-AT Walker aus Holz. Es gibt auch noch TIE Fighter aus Holz und so weiter. Das gucken wir uns gleich alles an. Ja. Aber in dieser Sendung haben wir uns auch, wir haben einfach ein bisschen nachgeguckt im Netz, was es denn diese Woche für interessante News gab. Und da beginnen wir direkt mal mit einer Schock-News, liebe Freunde. Ja, das kann so nicht mehr weitergehen, was da passiert ist im YouTube-Kosmos. Was ist da passiert, Dennis? Im YouTube-Kosmos ist Folgendes passiert. Ja, erstmal hat sich das Hintergrundbild geändert. So, zweitens, also, das, was ich euch jetzt erzähle, ist wirklich eine wahre Geschichte. Hm. Ihr kennt ja auf YouTube dieses Format Pranks. Ja, Pranks sind ja sowas wie, man verarscht Leute nach Strich und Faden, um dann die Videos zu nutzen und die Reaktion der Leute einzufangen. Ne, kennt's ja. Ja, klar. So. Und da war ein Mensch, der hat sich einmal gedacht, komm, wir machen das diesmal so extrem,
wir täuschen eine Entführung vor und knallen dabei jemanden, also den besten Typen von den Entführten, noch ab. Den besten Typen, ja. Den besten Freund. Den besten Freund, nicht den besten Typen. Den besten Freund, ja. So, und das war so krass teilweise, dass, also ganz ehrlich, ich habe schon viele Videos auf YouTube gesehen und das haut wirklich alles aus den Socken. Also ihr müsst euch vorstellen, da waren zwei Bros, zwei Freunde, sind zusammen in einem Auto durch die Nacht gefahren und auf einmal wurden die beiden entführt, ja. So war es ja, ne? Mhm. So, die wurden entführt und dann wurden die auf ein Hochhaus gebracht. Im Hintergrund sieht man die Stadt und der vermeintliche Entführer hat eine Maske auf, also man sieht nicht, wer das ist. Und dieser zielt dann mit einer Pistole auf den besten Freund, also des Entführers, nicht des Entführers, sondern des Entführten. Des Entführten, ja. So, und drückt dann tatsächlich auch ab. Ja? Der Entführte natürlich am Schreien wie sonst was, am Heulen, weil das alles sehr realistisch, ja. Und man denkt dann so, boah, scheiße, stellt euch mal vor, ihr werdet irgendwie entführt und rechnet ja nicht damit, dass es ein YouTube-Video ist. Ja, und dann hat sich am Schluss auch geklärt, dass es eigentlich nur ein Fake war. Aber das geht schon viel zu weit, Ben. Ja, ob das ein Fake war oder nicht, also man nimmt es an, ne? Aber ich glaube es auch. Dass es kein Fake war? Man nimmt es an, dass es ein Fake war. Aber ich meine, selbst wenn es ein Fake ist oder kein Fake ist, ist es auf jeden Fall. Aber wie kann das denn kein Fake sein? Das ist ja ein Prank. Prank ist ja real. Man sagt aber, dass der halt involviert war, der entführte. Ach so, okay, ne? Ja, ich verstehe. Deswegen, dass das ganze Video halt ein Fake ist. Aber gut, ich meine, ob ja eine Grenze überschritten wird oder nicht, ist natürlich ein ganz heikles Thema. Ja. Und da wurde jetzt eine Petition gestartet, 100.000 Unterschriften wurden da schon irgendwie gesammelt für, dass das so nicht geht und dass das Video halt entfernt werden soll vom Kanal des YouTubers. Und der Witz an der Sache ist ja, der Co-Kumpel quasi, das war ja auch der YouTuber dann, ne, der Initiator, also dieser Pranker quasi. Ne? Das finde ich schon, ist eine Hausnummer auf jeden Fall. Ja. Ging jetzt negativ durch die ganzen Medien, ist weil das halt viel zu weit fragwürdig. Geht. Ja, ne? Also das geht viel zu weit. Wir zeigen euch mit Absicht dieses Video nicht, weil wir das natürlich nicht unterstützen. Und diese Petition, also dieses Video, dieser Prank hat, glaube ich, wo ich zuletzt geguckt habe, über 200.000 Dislikes gehabt. Ja. Das Video. Okay. Ja, und ich glaube, ganz wenig 100 Likes. Also das war schon, glaube ich, sehr aussagekräftig. Die Leute fanden es nicht cool. Ja, die Kommentare waren auch wirklich sehr, sehr krass. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Typ sich feiert oder aber sagt, ey, das war wirklich eine miese Nummer, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ihr den Prank gesehen habt oder ob ihr den kennt oder wie ihr dazu steht. Schreibt es nochmal, wie gesagt, also einfach mit dem Hashtag schreiben oder eben ganz simpel bei Twitch in die Kommentare oder bei YouTube oder bei PlayNation. Also ich persönlich, mein Mikrofon hängt auf halb fünf. So, mein Mikrofon ist in letzter Zeit echt immer so eine Geschichte. So, ich persönlich finde es auf jeden Fall sehr, sehr krass und finde es einfach nicht cool, weil klar, man will die Leute beeindrucken, man will immer mehr schockieren, man will immer mehr Klicks, aber das ist eine Stufe zu weit. Denn, ja, wenn der Typ nicht involviert war, dann stell dir mal vor, dein bester Kumpel wird dann abgeknallt. Nein. Ja, und du sitzt auf dem Stuhl, bist gefesselt und kannst nichts machen. Vor allem, dass es auch so als lustig empfunden wird. Ja. Also gut, bei solchen Individuen wundert mich das nicht. Der hatte ja vorher auch schon irgendwelche Anklagen oder so am Hals, weil er irgendwie diese ganze Prank-Story irgendwie wohl als Vorwand benutzt haben soll, Die Leute an den Hintern zu fassen und so. Das geht ja auch Sexismus eindeutig zu weit dann. Ne? Ich habe letztens sogar gelesen, dass der eine Klage wegen Vergewaltigung hatte, aber das irgendwie fallen gelassen wurde. Ich habe da keine Ahnung. Ja gut, das haben wir auch noch gelesen, aber... Genau, und die Petition besagt jetzt, sperrt diesen YouTube-Kanal. Zu Recht oder Unrecht? Also das könnt ihr ja mal, wie gesagt, selber beurteilen. Das Video und beziehungsweise der ganze Kanal soll gesperrt werden. Hat, glaube ich, über 2 Millionen Abonnenten. Ne, ist schon eine Hausnummer, also kein kleiner YouTuber. Und wie gesagt, der macht schon Pranks, wo der die Leute wirklich an den Hintern fasst und alles. Und das geht eigentlich schon so weit. Man kann das auch nicht damit dann rechtfertigen, weißt du? Oh, ich habe dir gerade an den Hintern gefasst. Oh, wir machen ja gerade einen Prank. Haha, witzig. Das ist, ist halt grenzwertig, ne? Ja. Wobei ich ja mal eine coole Idee hatte. Was denn? Irgendwo eine Bombe hinzulegen und Major dann daneben zu stellen. Das ist auch eine gute Idee. Aus dem Rucksack rausholen. Oh, mega das ist aber Prank. Auch eine Idee, die halt zu weit gehen würde. Ja. Kann man nicht machen. Ne? Das kannst du auf jeden Fall nicht machen. Aber was Gott sei Dank uns glücklich münzen lässt, ist bald dieses wunderschöne Spiel. Denn Just Cause 3 ist ja jetzt erhältlich für den PC, für Xbox One und für die PlayStation 4. Und die Xbox One-Version, die ist ja zurzeit in aller Munde, denn die soll laut einem Techniktest bis zu 15 Minuten brauchen, um überhaupt zu starten und man soll nur satte 17 FPS haben. Also das ist schon sehr krass. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass Just Cause auf der Xbox One oder beziehungsweise generell auf den Konsolen auf der höchsten Einstellung läuft, eben wie, also auf der höchsten Auflösung wie eben am PC. Ne? Aber ich finde, die Konsolenversion ist jetzt, also gerade so ein Spiel ist eine Konsolenversion eigentlich ganz cool.
wie gesagt, es ist schon sehr, sehr krass. Also ich habe es jetzt um die, ich sag mal, 5-6 Stunden gespielt oder länger sogar. Also es ist absoluter Wahnsinn. Einer meiner, ich sag mal, Lieblingstitel in diesem Jahr, aufgrund der Tatsache, dass man wirklich alles in die Luft sprengen kann, was es da gibt. Man kann wirklich so viel Chaos machen. Und das haben die Entwickler von Square Enix und Avalanche Studios richtig gut gemacht. Die haben unter anderem auch Mad Max, glaube ich, gemacht, richtig? Ja. Die Avalanzen. So, und ja, auf jeden Fall wirklich macht unheimlich viel Spaß. Leider kein Multiplayer-Modus und die Synchro ist auch immer so ein bisschen und die Grafik, Kantenglättung ist auch noch ein bisschen, aber sonst ja. Macht Spaß, wenn man zwischendurch mal eine Runde spielen möchte. Der gute Gronkh spielt ja auch da indirekt mit, hat eine Synchronrolle. Der ist so praktisch der Funker der Staatseinheit. Ja, also wenn zum Beispiel jetzt der Hauptprotagonist durchdreht und alle wegballert, dann sagt er, okay, wir brauchen Verstärkung. Okay, ja, Just Cause 3. Auf jeden Fall jetzt endlich für alle Plattformen, die ihr zu Hause stehen habt, außer für PS3, PS2, PS1, Xbox und Nintendo 64 genau. Und GameCube und was gab es noch? Super Nintendo. Gameboy. Ja, stell mal vor, ey, so ein Spiel auf dem Super Nintendo. Ja, und wir werden nachher natürlich noch Just Cause 3 zocken. Wir werden es euch live zeigen nachher. Neben Rainbow Six, was wir nachher auch noch mal spielen werden. Rainbow Six heute hier im Studio. Ja, und auf jeden Fall sehr schönes Spiel, das haben wir jetzt im Let's Play gespielt, der gute Ben, der Kevin, der Tominator und der gute Patrick, der in der Regie sitzt und wir haben wirklich unheimlich viel Spaß gemacht, gibt es jetzt alle 2 Tage Videos, wenn ihr euch angucken möchtet, wirklich sehr cool, richtig guter Tactic-Shooter von Ubisoft, aber man braucht auch dafür die entsprechenden Spieler und das sind wir bei weitem nicht. Auf jeden Fall, aber es gibt natürlich viel dazu zu sagen und deswegen werden wir nachher einfach mal ein bisschen aufs Spiel eingehen. Wir machen heute für Just Cause eine Live-Review, bei Just Cause eine Live-Review und bei Rainbow Six, also wir werden mit euch gemeinsam urteilen, lohnt sich der Kauf des Spiels, falls ihr es nicht habt, dann... könnte zugreifen. Und ich habe glücklicherweise zu Hause noch einen Key von Just Cause 3 für den PC. Vielleicht, wenn ich nett bin, kann da heute einer gewinnen. So, oder morgen. Müssen wir eigentlich mal live raushauen, ein paar Keys dann während der Sendung demnächst. Ja. Wäre cool. Einfach in den Twitch-Chat oder so schreiben, so ein Key. Ja, stimmt, ey. Das wäre cool, ja. Ich könnte den Key gleich sogar mal abchecken. Ja, vielleicht ja, mal in der Pause. So, aber mein Mikro rutscht wieder runter. Alter, das ist auch echt... So, ist das jetzt richtig, Ben? Ja, Hammer. Heute hängt es so weit hoch, ne? Hängt einmal ein Dreieck, aber sonst ist alles gut, ey. Ja, was ist irgendwie? Warte mal. Red mal so lange, Ben. Ja, auf jeden Fall. Wir können ja schon mal das nächste Thema anschneiden, wenn du willst, während du dein Ding da gerade ziehst. Ja. Dann müsstest du nur einmal ganz kurz da rechts klicken. Okay, wir machen mal das nächste Thema. Boah, was haben wir denn hier im Hintergrund? Sieht ja recht verpixelt aus, nicht wahr? Ist das Minecraft? Boah, ich weiß es nicht. Also nach Minecraft sieht es mir nicht unbedingt aus. Nee. Aber es sieht aus nach einem... Indie-Game. Und Indie-Games sind ja bekannt dafür, dass sie teilweise eine Retro-Grafik haben. So, jetzt besser? Ja, ja, sieht gut aus. Oder hängt mir das immer noch im Auge? Nö, ist besser als eben auf jeden Fall. Dennis, ist doch gar kein Problem da. Hashtag Dennis Mikrofon. Achso, der Hashtag für heute ist übrigens SOG, wie immer. Seht ihr ja unten sogar. So, ist das jetzt richtig? Ja, ist easy. Ja. Warum ist das jetzt heller geworden? Damit man das besser sieht, dass das scheiße hängt. Hängt doch scheiße. Nee, ist okay. Wenn das scheiße hängt, dann hau ich dich. So, was? Auf jeden Fall unser Science-Thema. Wir haben ja jede Woche ein hochintelligentes... Ey, wir sind auch immer so hell. Der Ben, der glänzt wie Edward. Wir haben ja jede Woche ein Science-Thema. Und heute ist das Science-Thema Indie-Games. Wir hatten letzte Woche ja über Free-to-Play-Modelle gesprochen. Genau, über Geschäftsmodelle im Allgemeinen. Und dann haben wir mal über... wir haben so viele Themen schon gehabt. Boah. In der neuen Ausgabe von Science of Gaming haben wir uns gedacht, wir sprechen mal über Indie-Games. Unser nächstes Thema steht auch schon fest, aber das verrate ich logischerweise jetzt nicht. Denn Indie-Games, das größte und bekannteste Indie-Game... Zurzeit wahrscheinlich Minecraft. Genau, von den Entwicklern von Mojang, ja, die unter anderem vom guten Notch gegründet wurden. Ja. Markus Notch Person, er ist ein Multimillionär und er lebt im wunderschönen L.A., glaube ich. Der hat sich eine Hütte geholt, da glaubst du, also so eine Hütte hat auch der Ben. Das könnt ihr alles mit Indie-Games erreichen. Ihr müsst euch nur hinsetzen und fettes Indie-Game programmieren und dann kling, kling, kling. Und dann, dann klingelt's. Schön abkassieren. Und dann habt ihr viel Geld. Ne, ein Indie-Game, ganz kurz erklärt, ist ein Independent-Game, ja, wie der Titel sagt, also ein unabhängiges Spiel. Ohne riesen Entwicklerstudio dahinter, ohne riesen Marketingkosten, ohne alles. Kein Publisher. Ja, genau. Und das Ganze wird dann von 1, 2, 3 Leuten in einem Team programmiert und die sagen, boah, ich habe eine coole Idee, ich veröffentliche das jetzt auf Steam Greenlight. Ja, so, und wir haben ja, zum Beispiel. Genau, unsere Firma, die Playmassive GmbH, ist ja mit unter anderem bei Loot Chest am Start und, heißt du Loot Chest? Wie heißt das? Luther Kings. Luther Kings. Ah, Loot Chest. Loot Chest. Nee, das ist ein Ich dachte, die haben jetzt eine Kooperation oder so. Nee, Loot Chest ist, mein Mikro, ist der Tobi, ne? Das ist mir gerade eingefallen, weil ich an den Tobi gedacht habe. Genau, ja. Weil
der hat ja auch indirekt das Indie-Thema heute angeschnitten. Genau. In der Aufnahme. Also, Luther Kings, genau, mit dem Rumpel. Und die entwickeln das ja gerade. Und ja. Das haben wir ja bei einem tollen Stream gespielt. Und aber egal. Auf jeden Fall wirklich ein tolles Produkt. Und ja, lieber Rumpel, wenn du diesen Stream hier siehst, du bist herzlich eingeladen, uns das mal vorzustellen und der Community. Genau, und, ihr habt ja sowieso gefragt, ob wir nicht mal ein paar Entwickler einladen können. Und wir hätten ja den guten Rumpel ja eigentlich mal zur Seite vielleicht. Wenn er mal Lust hat, kommt er mal vorbei und stellt dann bald mal Luther Kings vor. Wäre natürlich interessant, ne, über den ganzen Entwicklungsprozess mal zu sprechen, auf jeden Ohne Fall. Ohne Witz, ne? Ich kriege gleich einen Anfang mit meinem Mikro. Heute ist echt Mikroprobleme. Es hält einfach nicht, ne? Mein Ohr, es hält nicht an meinem Ohr. Das will einfach nicht halten. So, auf jeden Fall, Indie-Games. So, ein Independent-Game wird dann, wie gesagt, auf Steam Greenlight veröffentlicht. Dann kann die Community von Steam abstimmen, hey, das Spiel ist cool, das soll es tatsächlich auf Steam schaffen. Ja, dann können da Leute dann ihren Eindruck posten und so weiter. Wenn es bestimmte Anzahlen an Votings hat, dann wird es veröffentlicht und man kann es dann spielen. Praktisch Early Access, so wie DayZ und andere Titel. Wobei Early Access noch was anderes, ne? Hm, ja, man hat es meistens im Verbund mit Indie-Games, weil die halt im frühen Entwicklungsstadium sind, aber gibt es wahrscheinlich auch nicht unabhängig, ne? Genau. Und manche Entwickler von Indie-Games, die gehen den Schritt weiter und veröffentlichen Kampagnen auf Kickstarter, ja, und auf anderen Plattformen. Und, auf anderen Plattformen, und da ist das Ding... Ben, rede mal jetzt. Ja, auf jeden Fall, was der Dennis sagen will. Es gibt ja diese sogenannten Crowdfunding-Plattformen, zum Beispiel Kickstarter. Und es ist momentan ein gängiges Modell, sage ich mal. Da wären wir auch schon wieder bei Geschäftsmodellen, dass man, dass dann zum Beispiel die kleine Crew besteht ja meistens aus einem oder halt ein ganz mini-kleines Team, das ihre eigenen Ideen umsetzen will. So. Und die gehen dann einfach zu Kickstarter, machen ihre Kampagne, dann zeigen sie quasi den Zuschauern, also das Publikum, den Spielern, was das werden soll. Was das für ein Spiel werden sollen, was die für eine Idee haben und was sie brauchen, um das umzusetzen und ob die Leute Bock drauf haben, können die dann einfach selber entscheiden. Ne? Genau. Das ist ja dieses klassische Crowdfunding-Phänomen. Ja. Was und man kriegt dann teilweise auch was zurück, ne? Und zwar ein Produkt, und es das größte Crowdfunding-Produkt ist ja, oder Projekt ist ja Star Citizen ne? Von Chris Roberts. Genau, und, was ja fast die 100 Millionen erreicht hat. Das ist ein Riesenprojekt, Produkt, aber ist es schon eigentlich ein Indie-Game noch? Ja, es ist als Indie-Game wahrscheinlich gestartet, ne? Ja. Der Chris Roberts, der hat ja seine Finger mit im Spiel. Ja. Der Entwickler von Wing Commander war das, ne? Ein Visionär der Videospiele. Ja, der hat früher echt einiges gemacht. Also, aber gut, ich glaube, Star Citizen ist auch so ein ganz eigenes Ding, ne? Das haben die dann auch mit so einer Plattform umgesetzt. Und wie gesagt, also so eine Crowdfunding-Plattform werden dann von Indie-Entwicklern halt genutzt, ne? Weil zum Beispiel ein anderes Spiel, ein klassisches Spiel, die AAA-Titel quasi, die haben ja immer dann diese fetten Publisher im Nacken und hat alles Vor- und Nachteile. Sie können die Spiele vermarkten, aber sie sind dann vielleicht eingeschränkt und zeitlich, inhaltlich oder irgendwas will man dann vielleicht noch anders haben und hier und da. Und das haben dann Indie-Entwickler natürlich nicht. Ne? Das hat halt viele Vorteile, viele Nachteile. Ja, das stimmt. Und vor allem ist bei Indie-Entwicklern so, die haben nicht diesen krassen Druck, der dahinter steht. Ne? Und was auch ein Vorteil ist, die können halt ihre Kreativität puren Lauf lassen und dann erst das Produkt veröffentlichen. Wie gesagt, die Community von Steam muss dann entscheiden, cooles Game oder nicht. Oder die Community von irgendwelchen Seiten, wo man Geld reinpumpen kann und Produkte, Projekte. Viele Indie-Entwickler haben die Spiele natürlich auch zum Beispiel kostenlos auf irgendwelchen Download-Seiten angeboten und die sind dann halt groß geworden. Zum Beispiel Slender. Das ist ja auch eigentlich ein Indie-Game gewesen von Parsec Productions. Und ja, das ist ja dann auch ein Selbstläufer geworden. Die Leute fanden es so cool, die haben sich da einen weggegruselt, dass sie gesagt haben, cool. Und erst dann ist ja Parsec Productions den Schritt gegangen und hat dann noch The Arrival mitproduziert. Und das wurde ja dann auch später auf Steam alles veröffentlicht für 10 Euro wieder und so. Da hat dann haben die guten Jungs dann auch noch Und was Geld man dazu sagen muss, wenn ein YouTuber oder ein Let's Player oder sonstiges oder ein Spielemagazin auf einen besonderen Indie-Titel aufmerksam wird, dann ist es ja so, dass dann ein Produkt noch höher gepusht wird und logischerweise dann mehr Verkaufszahlen da sind. Und dann kommt das Entwicklerstudio und sagt, ey, cool, wir pushen weiter in unser Produkt. Ja, zum Beispiel, mir fällt direkt Ark ein. Ja, Ark ist ein Game, was wirklich unfassbar viel Support gekriegt hat von den Entwicklern. Die haben da, glaube ich, jetzt ein Update nach dem anderen rausgekommen, weil die sehr dankbar dafür sind, dass ihr Produkt so gut läuft und dass sie da wirklich ihre Ideen verwirklichen konnten mit den Dinosauriern und so weiter. Und da steht auch kein richtiges Entwicklerstudio hinter, also kein Publisher wie EA, Ubisoft oder Square Enix oder keine Ahnung, was es alles gibt. Die machen ja immer ein
wirtschaftlichen, muss man leider sagen, einen wirtschaftlichen Druck, weil da müssen ja die Aktien stimmen und da muss auch die Marketing, also die Werbung stimmen und da muss das Produkt auf die Masse abgerichtet sein und so weiter, bla ja. bla bla. Also es gibt einen essentiellen Unterschied zwischen Indie und AAA Games und das ist, AAA Games von fetten Publishern müssen quasi einfach ankommen bei den Leuten. Die müssen verkauft werden. Bei Indie Games ist es anders. Du hast entweder eine gute Idee, die zieht komplett, oder du hast eine Idee, die Leute haben keinen Bock drauf und dann ist es so. Ne? Genau, das aber ja bei die Minecraft. Fette Firma, wie gesagt, ne, ein riesen Publisher, der muss natürlich irgendwelche Verkaufszahlen vorweisen. Deswegen wird das natürlich dann immer so sein, dass diese Spiele den breiten Markt irgendwo angepasst werden. Ja, ne? Und was man dazu sagen muss, so Titel wie Minecraft und so, die haben es ja tatsächlich dann auch nach Microsoft geschafft. Nachträglich genau. schon, das stimmt. Ja. Auch zum Beispiel Ark. Ark hat ja dann auch irgendwann mal noch mit Sony jetzt irgendwie, dass sie das auf der PS4 veröffentlichen wollen. Oder halt, es kam jetzt sowieso noch die Welle, wo dann zum Beispiel auch Microsoft und Sony dann an die Indie-Entwickler herangetreten ist. Ja. Zum Beispiel mit der PS4 haben wir das ja gemerkt. Auf einmal gab es dann bei der PS4 ganz viele Verträge mit Indie-Entwicklern, weil die großen Firmen wie Sony und Microsoft gemerkt haben, dass sie es cool finden. Genau, bei der PS2, PS3 war das ja gar nicht machbar, aber bei der PS4 hat man gesagt, bei der PS4 ist gerade irgendwas eingeschlagen. Bei der PS4 hat man ja gesagt, wir wollen die Konsole so programmieren, dass Entwickler einen leichten Einstieg damit haben und dass der Indie-Markt enorm wächst. Ich weiß gar nicht, ob auf der Xbox One der Indie-Markt auch so krass vertreten ist wie auf der PS4 oder auf dem PC. Mhm. Weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Man könnte sich stundenlang damit auseinandersetzen. Also persönlich gesagt kann ich sagen, dass ich finde, dass Indie-Games sich in die richtige Richtung entwickeln. Die bieten uns Spielern eine riesen Reichweite. Es ist nicht mehr so, dass man nur nach die riesen Blockbuster abgreifen muss und auf die riesen Publisher gucken muss. Nein, man kann bei Steam einfach mal wirklich in die kleinen Action gucken, in die kleinen Rubriken, die es da gibt. Indie-Games, Early-Access-Titel, wobei Early-Access wieder was anderes ist, also Indie-Titel. Und man gucken, was für kleine Minispiele es gibt, die unheimlich viel Spaß machen. Und es ist so, dass man wirklich die Kreativität der Leute dann unterstützt und man gibt denen dann immer wieder was Neues, die dann auch wieder neue Ideen haben, die dann Input von euch kriegen und der Input ermöglicht dann wieder Motivation, die Motivation ermöglicht dann weitere Produkte. Ne? Ja, vor allem, was dabei rauskommen kann, ist ja echt eine Hausnummer, sage ich mal jetzt. Ne? Man hätte vielleicht früher nie gedacht, weil ein Spiel wurde jetzt immer hochwertig entwickelt und langatmig und hier und da. Aber heutzutage, dass ein Mensch zum Beispiel ein Spiel entwickelt und dort dann auch so viel Inhalt drinstecken kann, dass das komplett bei den Leuten so gut ankommt und irgendwie eine komplette Erfahrung dann am Ende darstellt, würde man jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht denken. Aber, nee. Aber es ist echt krass, was manche Leute dann halt sogar in Alleinarbeit dann dort abgeliefert haben. Ne? Ja, also ein relativ interessantes Thema und da würden wir gerne auch noch eure Meinung von hören. Einmal auf Twitter und natürlich auf Facebook und unter diesem Video gerne in die Kommentare, wenn ihr es später anguckt. Und bei Twitch auch hier im Chat, da drüben beim Ben, oh. Zeig mal drüben auf dem Chat, da drüben ist der Chat, da. Genau. Nee, da. Nee, ist der Chat da? Ja, der ist hier. Ist der hier? Da, ne? Ist der Chat hier? Da ist SOG. Ja, aber das ist ja nicht der Chat. Ach so, der Chat ist hier, jo. Da drüben, ne? So. So linke Seite natürlich, jo, ne? Linke Seite. Danke, Patrick. So, aber jetzt kommen wir zu einem Spiel, welches in letzter Zeit nicht wirklich sich mit Ruhm bekleckert, denn es gab negative Schlagzeilen über das wunderschöne Spiel The Division, welches mit Watch Dogs angekündigt wurde. Watch Dogs ist inzwischen erhältlich und hat ja so eine durchschnittliche Wertung der Community bekommen. Und The Division ist ein Game, wo ich persönlich oder unsere ganze Truppe seit Monaten drauf warte. Im Frühjahr diesen Jahres soll es soweit sein. Das Spiel soll für die Konsolen, also für die Next-Gen-Konsolen und für den PC erscheinen. Und die Beta soll jetzt auch bald in den Startlöchern stehen. Aber ein fündiger Insider hat gesagt, dass das Problem ist, dass die Konsolenversion richtig grottig in der Alpha-Version sein soll. Ob das stimmt, weiß man nicht. Man kann diese Quelle nicht überprüfen, aber er sagt, er hat es gesehen und es macht überhaupt keinen Spaß zu spielen. Es ruckelt nur noch und da und da. Und deswegen, keine Ahnung, wir haben jetzt hier einen kleinen Trailer von Twitter am Start. Der zeigt einfach mal ein paar Eindrücke hier. Ja, und da sieht man das wunderschöne New York. Ist wirklich sehr toll mit Schnee und alles und man hat diese riesige Welt. Aber ist natürlich jetzt von Entwicklerseite veröffentlicht, man hat selber noch nichts gesehen. Und ob es da ein Grafik-Downgrade geben wird, weiß man auch nicht. Das ist so ein bisschen, ich bin da selber ein bisschen enttäuscht, wenn es wirklich so sein soll. Und ich glaube zu vermuten, dass ein Release-Termin, dass der Release-Termin verschoben wird. Und ich habe heute gelesen, das muss ich noch kurz dabei dran bin, ich habe noch gelesen, dass The Division auch komplett alleine gespielt werden kann. Also man muss nicht unbedingt im Squad spielen. Was eigentlich schade ist, weil das ist ja eigentlich eher so dieses Squad-Gaming dann. Ja. Oder ist es darauf ausgelegt, ne? Ja. Ja,
ist halt schade, ne? Wie gesagt, es gibt zum Beispiel auf YouTube verschiedene Videos, die dann zum Beispiel zeigen, die ersten Trailer von The Division, wie es aussah. Ja. Und mit jedem Trailer sah die Grafik immer schlechter aus. Ja. Müsst ihr einfach mal bei YouTube Grafik-Downgrade eingeben. Und dann gibt es tausende Videos, die das halt wirklich dann so zeigen, weil die Trailer teilweise einfach aneinander geschnitten sind. Und man sieht wirklich, wie die Grafik immer schlechter wird. Und gerade bei solchen Spielen, die sich dann teilweise damit brüsten, dass hier die hervorragendste Grafik aller Zeiten auf uns wartet, Snow Engine, genau. Dann ist es halt... Ja, ist halt sehr schade. Ich weiß noch, die ersten Trailer, wo wir das gesehen haben in New York und alles, das sah ja echt fotorealistisch aus und diese Atmosphäre, das kam echt gut rüber. Genau, das war bei der Ubisoft-Pressekonferenz, da waren wir alle live im Teamspeak und haben für PlayNation News geschrieben. Und dann kam dieser Trailer ganz am Schluss. Der Yves ist auf die Bühne gekommen von Ubisoft und hat dieses Baby da rausgepfeffert. Wir waren alle wirklich geflasht, weil wir nicht wussten, was es ist. Aber leider gibt es viel zu wenig Infos und dafür, dass dieses Spiel jetzt im Frühjahr rauskommt, ist die Marketingwelle auch überhaupt noch nie angelaufen. Also da kriegt man ab und zu immer so ein kleines Häppchen serviert von den Entwicklern, aber das war es eigentlich auch schon und dafür, dass jetzt bald so ein Spiel erscheinen soll, eigentlich relativ wenig und deswegen gehe ich davon aus, Release Ende 2016, nicht Anfang 2016. Ja. Ist ja Februar, glaube ich, ne? Ja. Februar ist angesetzt, ja. Oder? Februar kann sein, Februar oder März, ich weiß es gerade auch nicht auswendig, weil das hat sich so oft, da gab es immer so Gerüchte und alles, dass man mit den Zahlen komplett durcheinander kommt. Im März. Danke, 2016 Patrick. Für die PS4, Xbox One und eben für den PC. Auf den Konsolen kann man bestimmt sagen, so wird es nicht aussehen, wie es jetzt, also man hat jetzt gerade gesehen, das soll Xbox One Gameplay gewesen sein, was man dazu zur Verteidigung sagen muss. Die Entwickler haben immer ein besonderes Kit zu Hause, im Entwicklerstudio stehen, nicht zu Hause, im Entwicklerstudio, was immer noch ein bisschen mehr Power hat, zumindest war das bei der Xbox 360 so. Wie es dann beim Endnutzer aussieht, keine Ahnung. Und keine Ahnung, ob auch diese Gerüchte stimmen, dass das Spiel massive Probleme hat. Das wissen wir alles nicht. Das sehen wir alles erst. Und wie gesagt, ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Wie siehst du es? Ja, also ich freue mich trotzdem auf das Spiel, weil ich glaube, im Squad könnte das echt viel Spaß machen. Aber es ist halt kein MMO, was wir uns ja alle gewünscht haben in New York, DayZ. Aber schade. Ne? Ja. Aber gucken wir mal. Vielleicht wird es trotzdem ein rundes Ding. Ich hoffe. Ja. Ich hoffe, vielleicht wird das auch mega überraschend und es wird richtig gut. Genau. Rainbow Six hat uns ja auch gut gefallen. Ja. Wir haben das ja schon angespielt im Let's Play. Und momentan Ubisoft ist eigentlich gut dabei. Ne? Ja. Vielleicht. Aber auch Sony ist gut dabei, denn die haben ja Beyond Two Souls rausgehauen mit Quantic Dreams. Und das war ja wirklich ein sehr emotionales Abenteuer mit Alan Page. Ich habe geweint wie ein Schloss und habe auch ein Let's Play davon gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Und ja, cool. Und es gibt jetzt eine Remastered-Version für die PS4. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schade, dass diese Meldung jetzt kommt. Und zwar hat Quantic Dreams gesagt, es wird auf jeden Fall keinen Nachfolger von Beyond Two Souls geben. Zurzeit gibt es keine Pläne. Es gibt keine Pläne, aber es wird definitiv auch keinen Nachfolger geben. Der David Cage, ein hochrangiger Mitarbeiter von Quantic Dream, hat das bestätigt. Und sie haben ihn dann gefragt, ja, wie ist das? Wollt ihr noch einen Nachfolger machen oder nicht? Und er meinte einfach nein, dass sie nicht so wären, dass sie zum Beispiel eine Marke ausschlachten wollen und dann ein Spiel 10-mal machen wollen, sondern dass sie dann, wenn sie ein neues Spiel machen, neue Ideen raushauen möchten, an neue Konzepte arbeiten und halt sich dann immer wieder neu erfinden. Und das finde ich auch, was er gesagt hat, eigentlich ziemlich cool, weil ich meine, wir kennen es ja zum Beispiel von, sollen wir einfach mal Dead Space, ne? Dead Space 1 war cool und dann kommt 2, 3, aber es ist irgendwie immer dasselbe und es ist ausgeschlachtet. Hey, ne? Lass FIFA in Ruhe. Ja, und deswegen, also Beyond Two Souls, Heavy Rain war echt verschieden im Gegensatz zu Beyond Two Souls und wenn nochmal so ein Nachfolger kommt von Quantic Dream, dann ist es ja wahrscheinlich so, dass es komplett anders wird. Und die arbeiten ja zurzeit an einem anderen Titel, ja, der ja auch ein richtig schönes Spiel wird. Leider Gottes habe ich gerade den Namen vergessen. Auf jeden Fall, Regie? Quantum Break, oder? Nee, Quantum Break ist für Xbox One. Ach so, okay. Schlecht, Ben. Die Regie weiß es auch nicht. Wie hieß es denn? Ich komme gerade nicht drauf. Wenn ihr es wisst, sag es in den Kommentaren. Auf jeden Fall, da haben wir uns den Trailer noch angeguckt und der sah wirklich sehr beeindruckend aus. Stimmt, den hatten wir vor 2 Folgen. Ja, sehr, sehr toll. Aber wie gesagt, Beyond Two Souls, kein Nachfolger, liebe Freunde. Da müssen wir leider in die Röhre gucken. Finde ich aber auch gut, denn das ist eine abgeschlossene Geschichte, genau wie Heavy Rain. Ich meine, was sollen die dann beim Teil 2 erzählen? Ey, es ist schon wieder ein Kind verschwunden. Ja. Sie haben ihn ja auch gefragt, ob er zum Beispiel jetzt nachträglich noch irgendwas ändern würde an Beyond Two Souls. Und die Antwort, was er dann gegeben hat, war, nein, es ist, das Spiel ist, was es ist, weil ich war, was ich war zu diesem Zeitpunkt. Und er würde nachträglich auch nichts mehr daran ändern wollen. Es tut mir leid, ich habe es wirklich vergessen, das ist eigentlich eine Schande. Detroit Become Human. Detroit Become Human, genau, und da geht es um Klone. Ja, und da wären wir ja gerade beim Übergang, denn dieses Spiel wird wahrscheinlich wieder komplett eine neue Story erzählen. Ja. Und ich freue mich drauf, weil aber immer wieder irgendwas Neues. Ja. Ja, das ist Heavy Rain.
Stimmt, da haben wir wieder den Clint dann zu 1. Ja. Aber wir werden jetzt zu den richtigen Boah, wie ist das denn hier? Das ist eine Aubergine. Ist das Curry? Ja, das ist, ne, ich wusste gar nicht, dass der Curry dunkel ist. Das ist CJ, Mann. So, auf CJ. Jeden Fall, GTA San Andreas. Ja, kommen wir jetzt nochmal von dem traurigen Spiel direkt zum Ghetto. GTA San Andreas ist still und heimlich, liebe Rockstar Games. Wir haben es gesehen. Wir haben es gesehen, was ihr getan habt. Für die PS3 veröffentlicht worden. Gestern kam es raus. Ja, gestern? Gestern kam es raus. Am Montag kam noch die News rein, dass wahrscheinlich an eine Version für PS3 gearbeitet wird und gestern kam es schon raus. Ja, gestern kam es raus. Und man muss dazu sagen, es gibt schon eine PS3-Version, aber das ist jetzt eine aufpolierte nochmal. Ja. Weil das andere war eine emulierte Version von der PS2. Genau, und jetzt auch in 720p mit angepasster Steuerung und so weiter und so fort. Also man hat das Spiel einmal genommen, sauber gemacht und jetzt... Aber während wir schon mal beim Thema GTA sind, gib mal das daher, Ben. Das Was Shirt. Haben wir denn hier schön? Also, ist das nicht Patricks T-Shirt? Wir haben hier ein richtig schönes T-Shirt von GTA 5. Ja, wir haben einen riesen Karton, Hammer. Zwei Stück mit Stickern, mit allem drum und dran, Buttons, die ihr euch hier dran machen könnt, ganz viel Kram. Zeigen wir später nochmal. Zeigen wir gleich. Buttons. Das könnt ihr tatsächlich heute gewinnen. Zwei Pakete und wir haben noch was anderes für euch, und zwar ein Need for Speed Paket. Aber wie gesagt, GTA San Andreas gibt es jetzt für die PS3, für alle, die es noch nicht haben. Glaube ich eher nicht. Geht zum Laden, ich glaube 20 Tacken kostet es. Greift zu, gibt es auch bei Steam und so weiter, wer für PC haben will. Ich glaube, eine Xbox 360-Version gibt es inzwischen auch, eine aufgemöbelte. Also, wer zugreifen will, los geht's. Ja, aber auf jeden Fall. der Kevin, den haben wir heute auch zu Gast in der Sendung. Denn Goat Simulator schreibt Rekorde. Ach du Scheiße, ey. Kannst du eigentlich eine Ziege nennen, Mann? Nee. Ja, Goat Simulator schreibt Rekorde, Ben. Ach du Scheiße, jetzt echt, oder? Ja. Ja, über 10 Millionen Verkäufe. 10 Millionen insgesamt. Also da haben die Entwickler echt ein ordentliches Schmankerl, sag ich mal, auf den Markt gehauen. Allein dieses Jahr haben sie fast und ganz 6 Millionen muss dazu eingesammelt. Die PC-Version ist 2014 veröffentlicht worden und dann kamen ja noch die ganzen verschiedenen Versionen. Also für alles Mögliche, selbst für einen Kühlschrank, ist das mittlerweile veröffentlicht worden. Und Goat MMO. Ja. Es gibt auf jeden Fall eine Kühlschrankversion. Ey, macht euren Kühlschrank auf und da sitzt eine Ziege drin. Das Gute ist allerdings, sie haben nochmal einen kleinen Hinweis gegeben, dass das Spiel ja so gut lief, dass sie vielleicht an einen Nachfolger arbeiten oder an ein neues Spiel. Und ich denke mal, dass wir dort noch einiges erwarten können. Also wenn ihr Goat Simulator gut findet, dann dürft ihr euch zum einen nächstes Jahr auf neue Updates freuen, was die Entwickler auch bekannt gegeben haben. Und zum anderen vielleicht auf ein ganz neues Spiel. Und dann können wir mal gespannt sein. Ja. Auf jeden Fall... Die Ziege macht einen guten Eindruck. Die Ziege, die ist froh und isst auch gerne Stroh. Ja. Ey, sehr gut, Ben. Hast gut aufgepasst. Haben wir auch geprobt die ganze Zeit. Ja. Übrigens, bis zum Ende dieses, oder in diesem Jahr hat man 10 Millionen Euro verdient damit und bis zum Ende des Jahres sollen es wohl 12 werden. Da kann man ja machen, 12 Millionen Euro ist ja natürlich ein Jux. Hey, 12 Millionen Euro für so eine viel, Ziege? Immer, Hammer. Hammer, da pumpen wir da jeden Tag in unser auf unser Kamel Konto. Ist nicht mal halb so viel wert. Ja. Hey? Ja. So. Kommen wir direkt mal zur nächsten News. Denn wir haben die wunderschöne Spieleseite playnation.de. Ja, und es ist so, wir haben auf playnation.de einfach mal für euch rund um die Uhr die spannendsten Gaming-News. Das wollte ich euch nochmal ganz kurz gesagt haben. Wenn ihr also News haben wollt, wenn ihr die coolsten News haben wollt, wenn ihr wirklich die besten News haben wollt, Hammer, rund um die Gaming-Welt, rund um die Uhr, dann auf playnation.de gehen. Da gibt es auch jetzt einen ganz neuen Battlefront-Artikel. Wir haben das Spiel bewertet und ihr habt Just Cause 3 und Rainbow Six bewertet. Das gucken wir uns gleich auch noch an. Das werden wir auch noch live bewerten heute. Also live in der Sendung, da gebt ihr eure Note ab, wie gut ihr das Spiel findet. Deswegen, wenn ihr coole News haben wollt, schaut auf playnation.de vorbei. Wirklich meine absolute Lieblings-Gaming-Seite. Warum wohl? Und deswegen, Hallo, ja. Also ich mag sie nicht. Aber wir haben auf Playnation auch was Tolles. Und zwar kommen in diesem Monat ja relativ viele Games auf den Markt, glaube ich. Und wir haben unseren Redakteur Patrick, aka Superflosse Hasberg, einfach mal ins Netz des Released geschickt. Ja, und der hat einfach mal nachgeguckt, welche Games rauskommen. Und wir verraten euch jetzt in der Release-Vorschau, welche Spiele in diesem Monat für euch, für alle Plattformen erhältlich sind. Ab dafür. Die Post! Jo. Nachdem die meisten Spieler recht arm den November verlassen haben, darf sich auf einen etwas geruhsameren Dezember gefreut werden. Den einen oder anderen größeren Titel hat aber auch der letzte Monat im Jahr 2015 im Petto. Den Beginn dabei macht der Open-World-Action-Titel Just Cause 3. Der schwedische Entwickler Avalanche Studios schickt uns darin als US-Agent Rico Rodriguez in den fiktiven Mittelmeerstaat Medici. Unsere Aufgabe besteht darin, den dortigen fiesen Diktator General Di Ravelo zu stürzen.
Wer bei Just Cause 3 übrigens puren Realismus erwartet, den müssen wir an dieser Stelle leider enttäuschen. Mit Enterhaken, Gleitschirm und Wingsuit in unserem Gepäck steht uns die etwa 1000 Quadratkilometer große Inselwelt zur freien Erkundung offen. Natürlich dürfen da auch Boote, zahlreiche Fahrzeuge und sogar Jets auf keinen Fall fehlen. Ebenfalls am 1. Dezember erscheint Ubisofts Taktik-Shooter Rainbow Six Siege. Hier rücken die Gefechte zwischen Terroristen und Spezialeinheiten in den Mittelpunkt. Das Besondere an dem Titel ist die Tatsache, dass die Umgebung in vielerlei Hinsicht interaktiv genutzt werden kann. So können Terroristen beispielsweise ein Haus in eine Festung verwandeln, um es dem gegnerischen Team möglichst schwer zu machen, in dieses einzudringen und die Geiseln zu befreien. Jeder Spieler entscheidet sich in Siege für einen sogenannten Operator, von denen es insgesamt 20 verschiedene gibt und die jeweils über ein eigenes Aussehen, eigene Waffen, spezifische Ausrüstung sowie eine eigene Geschichte verfügen. Zur Verfügung stehen auch kompetitive Multiplayer-, Koop- sowie Einzelspieler-Modi. Eine Einzelspieler-Kampagne gibt es hingegen nicht. Mit City Economy erscheint im Dezember eine weitere Simulation von Astragon. Euer Spielplatz ist eine frei befahrbare Stadt, in der ihr verschiedene Servicearbeiten übernehmt. Diese reichen von Kanalreinigung über Rasenmäharbeiten bis hin zum Abschleppdienst. Neben lizenzierten Fahrzeugen steht euch zudem ein Multiplayer-Modus zur Verfügung, in dem ihr gemeinsam Aufgaben bestreiten könnt. Am 2. Dezember wird der Early Access Titel Valhalla Hills offiziell veröffentlicht, nachdem Funactic Software in einem frühen Stadium der Entwicklung Feedback, Anregungen sowie Kritik seitens der Spieler gesammelt hat. Als verstoßener Wikingerheld besteht unsere Aufgabe in dem Aufbaustrategiespiel darin, den Weg nach Valhalla zu finden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir uns allerdings gegen wilde Tiere verteidigen, gegen Geister kämpfen und Nahrung suchen. Dabei orientiert sich das Spiel an älteren Titeln wie die Siedler 2 oder Cultures. In dem Rollenspiel Mario und Luigi Paper Jam Bros. Prallen Welten aufeinander, denn im bereits 5. Teil der Mario und Luigi Reihe treffen die zweidimensionalen Paper Mario Charaktere auf ihre dreidimensionalen Gegenstücke. Mario, Luigi und Papier Mario müssen gemeinsam versuchen, Bowser und Papier Bowser das Handwerk zu legen. Dabei ist vor allem die Fähigkeit von Papier Mario eine große Hilfe, in zweidimensionaler Beschaffenheit die dreidimensionale Welt zu erkunden. Das Action-Rollenspiel Xenoblade Chronicles X soll an die Stärken des Überraschungshits Xenoblade Chronicles anknüpfen. Uns erwartet also eine riesige und offene Spielwelt, in der wir Echtzeitkämpfe gegen teilweise übergroße Gegner bestreiten. Als Spieler habt ihr die Möglichkeit, euch in roboterartigen Wesen fortzubewegen, die sowohl fliegen, fahren und sich andersweitig transformieren können. Das Rennspiel Dirt Rally befindet sich bereits seit dem 27. April als Early Access Titel auf Steam. Am 8. Dezember soll dieser schließlich final für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlicht werden. Der Fokus liegt, wie der Name schon vermuten lässt, allein auf dem Fahren von Rally Events. In dem Action-Rollenspiel Devillion schlüpfen wir in die Rolle eines sogenannten Elkina, halb Teufel und halb Mensch, und kämpfen dabei gegen zahlreiche fiese Monster. Dabei steuern wir den Titel aus der Top-Down-Perspektive in der Art von Diablo. Nach und nach steigen wir in den Stufen auf und erhalten neue Ausrüstung sowie Talente. Während die PC-Version zu dem Horror-Adventure Among the Sleep bereits im Mai 2014 veröffentlicht worden ist, erscheint am 10. Dezember die PlayStation 4-Fassung. Xbox One-Spieler müssen sich hingegen noch ein wenig gedulden. In Among the Sleep schlüpft der Spieler in die Rolle eines zweijährigen Kindes und erkundet mitten in der Nacht das eigene scheinbar verlassene Elternhaus. Good night, hon. Sweet dreams. Wie der Name bei der Sims 4 Erweiterung Zeit für Freunde schon sagt, stehen dieses Mal Beziehungen im Mittelpunkt der Lebenssimulation. Nun könnt ihr euch unter anderem auch in Clubs zusammenschließen. Individuelle Bedürfnisse einzelner Sims können durch das neue Gruppenzwang-Feature sogar vorübergehend überschrieben werden. Außerdem darf sich mit Windenburg über eine europäisch angehauchte Nachbarschaft gefreut werden. Yo, Double Time. Und da sind wir wieder zurück von der Release-Show. Yo, ich habe hier gerade den bösen Brief hier gelesen, geschrieben hat. Den muss ich gleich noch vorlesen. Da wird gleich echt was passieren. Liebe Freunde, wir haben ja letzte Woche ein Gewinnspiel gemacht hier für die PlayStation 4. Und diese PlayStation 4, die sollte ja
ein Besitzerwechsel. Genau, ein Spezialgewinner halt quasi erhalten. Das heißt, wir haben euch aufgefordert, uns irgendwas Kreatives zu schicken, aber nicht nur irgendwas Kreatives, sondern etwas, was einen Mehrwert hat für uns und für die Sendung. Das heißt, dass ihr entweder was herschicken könnt oder halt intromäßig irgendwas basteln sollt, was wir mal verwenden könnten. Ne? Genau. Und das habt ihr natürlich getan. Wir haben zwei Pakete erhalten erstmal. Mit dem guten Stück. Was ist das denn? Ein TIE-Bomber und ein TIE-Fighter. Wie geil ist das denn? Sieht auf jeden Fall cool aus, ne? Hier, nimm mal. Sehr authentisch gebastelt. Hier fällt zwar ein bisschen auseinander, aber es sieht ganz cool aus. Genau. Und wir haben ein AT-AT. Ist das eigentlich von den gleichen Leuten? Nee. Das, ach, krass. Das hier ist, glaube ich, vom Mädel Lara oder so. So, und hier haben wir nochmal den AT-AT Walker. Der sieht auch sehr realistisch aus, oder? Und die hat drei Tage dafür gebraucht. Boah, der ist auch aus Holz. Hier kann man das hier bewegen? Aber der sieht echt, also den habt ihr ja gerade schon gesehen die ganze Zeit. Der stand da ja, also sehr schon nicht verkehrt. Ne? Das sind schon mal die Einsendungen, die wir jetzt bekommen haben. Und gerade kommen wir zum Stichpunkt Einsendung. Ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, Sachen ins Studio schicken, das in unseren wunderschönes Regal kommt. Die Adresse seht ihr gerade hier unten. Also wenn ihr was einschicken wollt, hier unten, macht jetzt einen Screenshot. Jetzt! Und merkt euch das und schickt uns das bis nächste Woche. Also wenn ihr irgendwas Cooles bastelt oder irgendeine coole Collage habt, könnt ihr uns das gerne schicken. Ja. So, die stellen wir natürlich jetzt erstmal wieder in unser Regal. Ne? Die kriegen einen Ehrenplatz. Also die bleiben auf jeden Fall schon mal, auch wenn ihr zum Beispiel nicht gewinnen solltet, hier erstmal stehen eine ganze Weile, weil das ja relativ cool ist. Ja. Und ich stelle die einfach mal hier so schön hin. Und aber, ob ihr gewonnen habt oder nicht, das lösen wir gleich dann irgendwann auf. Warte, ich stelle die mal hier so rüber. Aber keinen Platz mehr da. Boah. Doch, Platz haben wir noch genug. Man muss nur das mal ein bisschen ausrichten, sodass man das auch cool sieht. Ja. Ja, liebe Freunde, und während wir gerade schon mal im Thema Gewinnspiel sind, wir lösen das ja gleich auf, wer gewonnen hat. Wir haben diese Woche letzte Woche haben wir eine Runde Battlebeef gespielt und auch diese Woche. Und das werden wir natürlich gerne machen. Und letzte Woche gab es eine Bestrafung für mich. Also, die Bestrafung sah hervor, dass der Verlierer ein Video drehen muss. Ja. In diesem Video musste er einen Brief von den anderen Teilnehmern vorlesen. Also ich musste von Ben einen verfassten Brief vorlesen. So. Und wir haben uns natürlich gedacht, diesen wunderschönen emotionalen Clip wollen wir euch nicht vorenthalten. Und deswegen hat er selber aber geschrieben. Ich habe es nicht geschrieben. Genau, ich hab das selber geschrieben und mir selber ins Bild reingereicht. Genau. Viel Spaß so mit diesem wunderschönen Super-Trailer, der euch bestimmt das ein oder andere Tränchen fließen lässt. Jedes Battle-Beef braucht eine Bestrafung. Mittwoch ist so schön. Jedes Mal neuer Livestream, Games, News, alles dabei. Was kann mich heute bloß außer Ruhe bringen? Ich glaube. Was? Ich drehe doch hier gerade einen Film. Unfassbar. Oh Gott. Ach, das ist ja von letzter Woche. Ich hatte ja verloren bei Battle Beef. Das ist ja ein Brief, den ich offiziell vorlesen muss. Ah. Als man mir gesagt hat, dass ich eine Sendung moderieren soll über Videospiele, da wusste ich noch nicht viel. Ja, wieso? Wer hat das geschrieben? Ich wusste nicht, wie es werden würde, was mich erwartet. Nur den Namen kannte ich, Science of Gaming. Doch was sollte es sein? Science of Gaming. Und ja, ich war da noch guter Dinge. Ich wollte was Neues und etwas Cooles machen. Doch dann kam er. Ich kann dir die vorlesen. Heute habe ich einen Freund weniger und dafür einen Erzfeind. Wer hätte gedacht, dass es sich so schnell entwickeln würde? Battlebeef sollte das Unterfangen werden. Anhaltende Kämpfe, begleitet von Niederlagen und Niederlagen. Diese Rückschläge, dieser emotionale Schmerz, es tut einfach weh. Ich öffne euch gerade meinem Herzen da draußen. Es war nie die Rede von einer erhöhten Identität, die mich jede Woche öffentlich denunziert. Es war nie die Rede von einer erhöhten Identität, ja? Es war nie die Rede von der Rückkehr der Maya-Götter. Illuminati ist nichts dagegen, dem bin ich nicht gewachsen. Scheiße, ey. Ich weiß nicht, ob ich hier wieder aus diesem schwarzen Loch herauskommen werde. Obgleich ich mir den höchsten Mühe gebe. Die höchste Mühe, Entschuldigung. Aber diesem Wikinger-Pirat, welcher göttergleich jede Woche neben mir sitzt, da habe ich einfach keine Chance. Vielleicht komme ich irgendwann aus diesem Loch heraus. Ich brauche Pläne, Ideen. Aber ich bin so unendlich schlau, dass mir einfach nichts einfällt. Was soll ich tun? Tun. Ich habe das extra so vorgelesen am Schluss, weil die steht sehr oft tun drauf
und ich habe ein paar Sachen abgeändert, weil Ben hat das hier geschrieben mit ganz viel Liebe und ihr seht mal, so hart ist mein Leben bei Science of Gaming. Ich habe leider verloren und ich habe meine Pflicht eingestanden. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Bestrafung soll der Ben denn machen, wenn er bei dem nächsten Battle Bee verliert? Schreibt es in die Kommentare. Oder der Dennis bei seiner nächsten Niederlage. Was? Emotional! Ja, und das ist doch schön, Dennis. Ja, das war doch, das war das schönste Briefchen, das ich jemals bekommen habe. Wieso bekommen? Hast du selber geschrieben? Habe ich selber geschrieben. Wer hat mir das dann, warum habe ich mir das dann selber ins Bild gehalten? Keine Ahnung. Das war deine dritte Hand. Ja, wir machen auf jeden Fall jetzt 90 Sekunden Werbung und nach der Werbung gibt es dann Zocken. Just Cause, Rainbow Six und danach Battle Beef, also Rundum-Paket für euch und ein neues Gewinnspiel. Wir erklären euch gleich, was ihr machen müsst. Außerdem und lösen wir es noch auf. Genau, wir zeigen noch die Intros für die PS4. Genau, und dann also sagen wir, wer gewonnen hat. Ja, alles so für euch. Ihr könnt sogar vielleicht. Ah, egal. Ja, also bleibt dran, holt euch ganz schnell was zu trinken, 90 Sekunden und dann geht's direkt weiter hier bei Science of Gaming. Freunde. Hä? Wo kommt der denn her? Was ist das denn da mit der Macht? Unterm Tisch. Ja, der Curry ist da. Ja, Curry, ja. Schön, dass du wieder hier bist heute. Was soll das wieder? Man sieht eigentlich nur den Kopf hier. Ja, der Curry ist heute hier frisch aus Kleve eingeflogen. Und schön, dass er da ist. Wie geht's dir, Curry? Mir geht's sehr gut. Ja. Hallo. So, wir gucken jetzt erstmal, Curry, was die Leute so bei Twitter sagen, ne? Du kannst ja bei mir mit drauf gucken. Denn der Curry ist ja ein wahrer Just Cause-Experte und der hat sich heute einfach in die Lumpen lassen, hier vorbeizuschauen. So, wir gucken mal, wie ihr den Stream guckt. Also ihr könnt jetzt mit dem Hashtag SOG eure Fragen an uns stellen bei Twitter und auch Bilder posten und alles, was ihr jemals der Welt zeigen wollt, könnt ihr jetzt machen. Deswegen, los geht's. Und dann haben wir hier wunderschönes Material. So, auf jeden Fall beginnen wir einfach mal. Was machst du denn jetzt? Ein Bild posten. Warum? Ja, unser Hashtag. Achso, genau. Also Curry macht jetzt Streamception. Streamception. Session. Session. Pass auf. Eine dicke Session am Start. SOG. Nummer? SOG. Okay, alles klar. Also G-E-E-E. Ja, alles klar. So. Okay, was auch. Ja, wir gucken mal. Hier der Roy, ja, der guckt. Die Alinda sagt, Aldina. Die sagt natürlich ganz klar, ey, Dennis sollte unbedingt Schauspieler werden. Also ich habe ja nichts anderes gelesen. Guck mal hier, Ben. Oh. Was ist das denn? Ja. Queen echt. Sag mal das Pixel Bros. Ja, warte, ich muss als SOG so, eingeben. Wie gesagt, ihr könnt auf jeden Fall Fragen stellen. Köln auf sein Handy, erstmal ein Bild vom Nackenarsch, Alter, von der Frau. Das musst du richtig stellen. Guck mal, jeder bei der darf, ja? Ja. Das war ich nicht. So, Bild ist gepostet. Das ist doch gut, ey. Was der darf, alles postet. Hashtag SOG. Ist ja unglaublich. Oh, guck mal hier, bei der Lulululu guckt auch ein Häschen mit. Bei der Lulu. Lulululululu. So, Ach, Leute. Ich guck einfach gerade mal. Wie gesagt, postet jetzt eure Fragen. Auch bei Twitch könnt ihr sie gerne posten. Dann kann der Ben ja mal gerade reingucken bei Twitch. Dann kann er parallel Sachen vorlesen. Ich habe mal ein Video gesehen, da haben Leute so getan, als schießt der eine den anderen ab vor anderen Leuten, die dabei abhauen. Als einer dann eine echte Waffe dabei hatte, hat er den einen niedergeschossen. Boah. Einfach beschissene Sache. Ja, kennst du das? Mhm. Das haben mehrere gemacht und das ist mehrmals schief gegangen. Okay, krass. Auf jeden Fall. Hat er den echt abgeknallt? Ja, der hatte dann eine Waffe dabei und hat gedacht, er wäre unter Gefahr und hat den dann abgeballert. Also ich weiß nicht, ob das echt war, aber ne.
Boah. Ja, vielleicht war das ja ein Prank von einem Prank. Ist halt auch ein bisschen übertrieben. Mit sowas sollte man vielleicht dann nicht spaßen. Von einem Prank. Ja, die Sanja sagt, ich bin echt verblüfft, wie schnell und super ihr so eine tolle Sendung auf die Beine gestellt habt. Danke. Kling, kling. Für das Feedback. Ja, okay, Curry, super wild, Alter. Super wild, du Low. No Filter. Jo, ich sitze hier so, mein Gesicht, alles das so fett, und dann mal so ein Bild. Ja, hallo, das ist real, ja. So, okay, ich mache auch mal ein Bild vom Curry. Komm, bist du real, Curry? Wo ist mein Handy? Das hab ich. Warum hast du mein Handy? Weiß ich nicht. Komm, ich mache auch mal ein Bild von dir jetzt. Live ein Bild, okay? Ja. So. Wir gucken gerade mal in den Chat rein. Alter, ich hab Bock auf eine Currywurst. Ja, ich komme da nicht. Wie findest du das eigentlich? Okay, ich mache mal ein Bild hier vom Curry. Was hast du gelernt, Ausbildung oder Schule? Warte. Dennis war auf der Sonderschule. Moment, Curry. Was? Ja, irgendwie spackt das hier gerade rum. Ich hab Hunger, schreibt einer. Liegt das an mir oder ja, Handy? Komisches Curry gerade da ist. So. Was für ein Zufall. Okay, ich hab. Könnt ihr alle mal Gundam-Style tanzen? Ja. Ah, das ist Loader. Auf dem Tisch oder was? Ja, jetzt. Auf die, mit weiß, den Gläsern. Ich weiß nicht, wie ich immer viel, wenn ich so ein Ding hier halten muss. So. So cool, ey. Poste jetzt mal bei Twitter und bei Facebook. Sieht so cool aus. Ja. So. Original das Bild von Curry aus dem Studio. Zeig mal. Ja, guck mal hier, Curry da. Ja, zeig mal, ey. Wo ist das denn? Da müsste eigentlich oben kommen. Hä, wo ist der? Ist doch nicht da. Da, jetzt muss er da. Hä? Hallo? Ist er da? Das ist der Curry hier. Das ist der Kevin, genau. Wir haben Originalspiel vom Curry. Hä, wo ist mein Bild? Das ist so gut, ey. Geh mal. Ja, ich geh mal auf mein Profil. Zeig mal. Warte. Da ist er doch. Hier. Das ist es. Ach, schön. Ja, das ist nicht so geil. Das sieht doch cool aus. Richtiger Kevin. Das sieht so richtig glücklich aus, wie Curry immer strahlt. Ja. So, auf jeden Fall, Ben, wir haben genau. Fragen bei Twitch. Twitch-Fragen. Achso. Ja. Und wie heißt das Lied in der Pause? Ich weiß, kann es leider nicht sagen, wie das heißt. Könnt ihr den Forest-Song Rap performen? Den Rap? Es gibt gar keinen. Könnt ihr das Rap. Gewinnspiel auflösen? Das machen wir gleich sofort. Möwe! Gewinnspiel ein Duett. Was? Gewinnspiel machen wir gleich sofort. Achso, ja. Okay. Mhm. Kevin, du Wurst, wie macht ihr das alles? Zauberei? Ja. Mit der Regie. Der Regie. So. Ja. Der Skinnex hat dabei. Geiles Bild. Nur weil Curry im Bild ist wahrscheinlich. Ja, ne? Der Curry, der bringt die Quote nach oben. So, nächste Woche habe ich frei. Soll ich Döner mitbringen? Ja, okay. Döner ist auch mal gut, Alter. Alter, steht der, irgendwann haben wir hier so voll die Bar, weißt du? Da steht der mit so einem Bauch... Bauch kennst du diesen Bauchshop, den man hier drum machen kann? Ja, das ist immer bei, eine Bauchtasche. Ja, selbst mal Tweetdeck hier eingerichtet, ey. Ist auch nicht schlecht. Ja. Hat mal alles schön von SOG auf einer Übersicht. Tweety, hier. Oder da auch mal ran ankommst dann. Tweetdeck, ey. Was für eine Erfindung, Freunde. Boah. Was ist das denn da? Hammer. Was denn? Was ist das? Was ist das denn für eine Socke? Hä? Wer bist du denn? Hä? Ist das Curry mit Toast oder was? Ja, geil. So. Das ist so gut, ey. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal ganz kurz aufs Gewinnspiel rauf, Dennis, oder? Ja. Du hast ja echt viele Fragen von Twitch vorgelesen, Ben. Ja, ja, eben. Ja, eben. Also, wir haben jetzt hier erstmal ein, zwei Bilder, Alter. Ganz kurz. Ne, das hat nämlich hier jemand noch gebastelt, der gute Sören. Und da scheint er wohl eine kleine Collage hier vom Stormtrooper zu machen. Ich weiß nicht, ob er uns das noch schicken wollte oder nicht, aber es ist auf jeden Fall riesig. Guck mal, da ist er und das Ding ist so riesig. Alter, ey. Boah, wenn du uns das schickst, sag Bescheid, wir schicken einen LKW. Ja, auf jeden Fall. Oh, warte, warte, das kommt gleich. Und dann haben wir hier noch ein Bild von Lukas. Das können wir auch noch mal kurz zeigen. Ist halt super geil. Oh mein Gott. Na, Lukas, Alter, Daumen hoch. Ey. Also, Lukas, Photoshop coole Skills, Idee, 3000, Low-Bild des Jahres von Ben und mir. Genau, und dann haben wir hier noch von der Sabrina halt, die hat auch was gebastelt, aber hat sie wohl nicht rübergeschickt, aber es ist wohl ein Darth Vader-Helm und halt mit Super Nintendo. Wenn ihr was gemacht habt, was ihr nicht mehr rechtzeitig schicken könnt, macht's bitte noch, schickt's bitte rüber. Und jetzt habe ich das Bomben-Intro schlechthin, Freunde. Ja, das ist so ein Intro, Alter. Die Spirale, Und warum ist das pink? Ja, wegen Bronze. Ach so. Okay, ja, das ist auf jeden Fall ein Intro gewesen. Dann zeigen wir nochmal das zweite Intro von Anthony. Aber ich habe kurz zum Verständnis, der AT-AT und der TIE Bomber und TIE Fighter, die gehören zum Gewinnspiel dazu, richtig? Ja, alles dasselbe Gewinnspiel. Wir haben ja gesagt, Intro-Trailer oder halt schickt irgendwas rüber. Und die Collage zum Beispiel, die er jetzt gemalt hat, aber noch nicht rüber geschickt, gehört ja auch dazu, ne? Ja, dann zahlen wir rüber da. Und da ist halt Anthony auch noch ein kleines Intro gebastelt hier. Das war's, der wer? Der Anthony. Das war's. Das war. Da ist es halt so eine kleine Collage aus Bildern. Hör mal hoch. So. Das ist hier halt für Dennis für ein Intro, weißt du, so bevor es losgeht, quasi, ne? Ja, cool, ey. Wurde ja gemalt, wurde hier zusammengestellt, eine kleine Collage. Hast du richtig gut gemalt. Ich mal geil, wie die Bilder so reinzoomen. Ja. Einfach geil. Boah, sogar Patrick in der Regie ist dabei. Der Pedohead! Mit dem PZ-T-Shirt. Zack, zack. Hast du auch gerade gesagt. Ja, eben, der hat hier das T-Shirt, das wir heute verlosen noch an, der gute Patrick. Aber, Freunde, das war noch lange nicht alles. Wir haben noch zwei ganze Intros und das Sahnestück kommt natürlich zum Schluss. Okay. Jetzt kommt erstmal noch eins von Cornelius. Das ist die Musik.
Da ist wieder die originale Musik mit drunter, ne? Da kommst du da rein. Warte mal. Warte mal zurück, bitte. Okay, warte. Das, den Anfang... No, ich... Hörle. Ey, mega cool. Geil, von wem ist das? Und das geht jetzt so weiter, Cornelius. Okay. Und dann gibt es aber noch ein cooles Intro, was auch auf 8-Bit basiert. Oh. Das wurde auch noch selber gemacht hier. Für, guck mal hier, Playnation.de und so. Boah, wie krass. Ist ganz cool. Auch mit der Musik wieder. Guck mal. Ey, das müssen wir nächste Woche eigentlich als Intro benutzen. An der Hochfeier, Alter, was ist das denn? Alter. Jo, das sieht doch ganz cool aus, oder? Ey, das ist schon mega geil. Oh, das benutzen wir auf jeden Fall. Ja, das andere war auch. Das andere ist auch lustig. Okay, Dennis, jetzt ist nur die ultimative Frage, wer hat gewonnen? Ich weiß... Boah, ich weiß es nicht. Boah, du hast mich voll... Ich dachte gerade, ich bin im Regenwald. Ich weiß es nicht, Ben, ey. Wer hat denn gewonnen? Echt schwer zu sagen, ne? Also, ich habe immer noch Wasser im Auge vom Curry. Ich finde das Intro hier cool. Ich finde aber, also ich persönlich finde den AT-AT ziemlich cool. Die TIE Fighter haben auch irgendwas, TIE Bomber. Ich sehe gerade die Szene, wo der Curry mich angerotzt hat. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, gewonnen hat für mich persönlich. Hau raus da. Weiß es auch nicht! Alle so schöne Sachen. Scheiße, Mann, ey. Wollen wir abstimmen? Nee. Nee, ne? Okay, Curry. Du nee, hast, nee, du, nee, nee, nee. Du nee. Sag, aber Curry, du entscheidest nee. Mit. Nein. Curry, nein. Nee, ich mach das nicht. Das ist euer Ding. Ihr also, müsst entscheiden. Also, ich muss ja sagen, der 8080 gefällt mir am besten. Okay, ja. Stimme 1 für 8080. Okay, Stimme 2 ist auch für 8080, weil mir gefällt er am coolsten und der macht auch einfach in der Kulisse da einen richtig guten Eindruck. Meine Stimme ist für das Intro. Hey, das hier, ne? Ja, jetzt bist du dran, Curry. Halte mich. Nee. Die Tonfrau möchte auch was dazu sagen. Okay. Ja, ich bin auf jeden Fall für den letzten, für das letzte Intro. Ja, fand ich auch. Okay, 2 zu 2. Was? 2 zu 2. Fand ich auch? Hä? Hast was du, willst du mir jetzt hier unterschieben? Können wir zurückspulen? Der Curry hat gerade gesagt, fand ich auch. Hast du ja, gesagt? Ja, ich weiß nicht, das ist so schwierig. Intro also, oder AT-AT? Ihr habt euch länger damit das aussetzen 8-Bit, können. Das 8-Bit-Intro oder der AT-AT? Jetzt, 3, 2, 1, der Hot-Button zählt. Intro. Okay, hiermit, offiziell hat gewonnen. Okay. Aufgrund Curry seiner Entscheidung. Also, für den AT-AT, das ist Curry seine Schuld. Wir haben nichts gemacht. Ja, überhaupt nichts gemacht. Kann man noch was anderes schicken. Geil, also für mich hat das Intro auch gewonnen, deswegen, aber ich finde, weil man sich so viel Mühe gegeben hat, werden wir den AT-AT Walker immer hier im Studio stehen haben. Es sei denn, du willst ihn jetzt vor lauter Frust zurückhaben. Ja, wir werden für immer hier, also du hast jetzt auch diese beiden Raumschiffe, die ihr gebaut habt, TIE Bomber und TIE Fighter, die sind jetzt wichtiger Bestandteil dieses Studios und die werden auch nicht verschwinden. Ja. Deswegen vielen Dank. Und auf jeden Fall. Ja, also, wir zeigen jetzt auch nochmal den Gewinner. Das 8-Bit-Gebot nochmal komplett in voller Länge. Für den Gewinner. Und Windows aktivieren. Los geht's. Was war das? Ja, das ist auf jeden Fall das Intro, geht noch ein bisschen länger. So, und dir gehört diese PlayStation 4 im Star Wars Battlefront Design. Und nächste Woche werden wir mal das Intro irgendwo einbauen, würde ich mal sagen. Ne? So, ganz kurze Frage, Ben. Wer hat denn gewonnen? Wie heißt denn die Person? Sören! Sören! Du bist der stolze Gewinner dieser PlayStation 4. Ich übergebe sie dir gerade mal virtuell. Jo. Ich schmeiß sie zu dir. Ich fange. Also, die ist wirklich echt ein Sahnestück, muss ich echt sagen. Aber. Bin ich auch schon ein bisschen neidisch drauf. Ihn, ne? Genau. Ja. Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Wie gesagt, wir haben aber für diese Woche auch schon wieder ein tolles Gewinnspiel. Hm. Und zwar verlosen wir eine Need for Speed Cappy. Wir haben übrigens noch eine GTA 5 Version rausgehauen, ne? Ja. Da haben wir noch einen Gewinner gezogen. Was ist los mit dir? Wir verlosen. Für alle, die nicht aus der Entfernung live sehen können, guck ich mal kurz an, Kevin, damit ihr auch sehen könnt. Machen wir so ein bisschen. Guck mal schön, Curry, wie ein G einfach. Ja, Curry ist der Ultra G. Oh, Junge, das ist das ultimative Schärf. Also, ihr könnt tatsächlich. Vor allem das Ding da oben drauf. Ey, so, yay.
Ihr könnt diese Cappy gewinnen, ja, dieses Need for Speed Set gewinnen. Da enthalten ist einmal diese, also einer dieser Cappies. Ja, dann haben wir da noch einen exklusiven Hoodie, den ihr gewinnen könnt. Aufkleber und alles drum und dran. Das ist Paket Nummer 1. Dafür müsst ihr was Kreatives machen. Nicht Kreatives machen, damit müsst ihr gleich noch was machen. Das verraten wir bei euch gleich erst. Das zweite Paket, das wurde auf, wird auf Medic oft verspeist. Verstehe ich nicht. Ne, Medic ist eigentlich... Hä? Was soll da stehen? Ist das... Wird auf Medic oft verspeist? Was hat der jetzt? Keine Ahnung. Ich hab heute so... Man muss sagen, die Bauchbinden mache ich immer zu Hause, ne? Und dann habe ich mir so überlegt, du musst irgendeinen Content zu Just Cause haben. Und dann habe ich so geguckt, wie die Welt heißt, aber ich glaube, ich habe irgendwas Falsches kopiert. Die Welt heißt Medici. Was? Medici. Und wir auf haben Medic. Hier das hier stehen. Wird auf Medic oder Medic oft verspeist. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt. Also sieht dann Dennis nicht an mir. Ja, also... zurück zum Thema. Ihr könnt das hier gewinnen, ja, das verraten wir gleich. Und wir haben noch zwei GTA-Packages, also zwei Gewinner kriegen, also heute können drei Geil. Leute gewinnen. Das heißt, ihr könnt GTA 5 exklusive Goodies gewinnen, die man nirgendwo kaufen kann. Das ist halt sehr cool. Ne? Aufkleber sind drin, solche Buttons, die zeigen wir euch auch gleich noch im Konsumbereich. Wir haben so viel Kram. Wer haben will, sollte einschalten. Und wer meine Videos kennt, der kennt auch dieses Geräusch hier. Ne? Die Löffel fehlen, ne? Ja, auf jeden Fall, ey. Sehr cool. So, jetzt kommen wir aber zum Zocken. Das wollen ja sehr viele. Wir spielen eine Runde Need for... Achso! Ach Quatsch, wir kommen ja gar nicht zum Zocken. Ich bin Need for Speed. Ich bin noch nicht mit durcheinander. Wir kommen gar nicht zu Need for Speed, sondern ich wollte noch was sagen. Wir haben natürlich auf PlayNation ein Bewertungssystem. Ja, ein Bewertungssystem. Und da wollte ich mal gucken, wie ihr Just Cause bewertet habt. Da gibt es nämlich einmal Just Cause und Rainbow Six, ja, und ihr könnt es jetzt bewerten. Haben wir einmal hier, ja. Also, Just Cause hat gerade, also es kam ja vor ein paar Tagen... Mir fällt gerade ein Panzer durchs Bild. Die ganze Division. Was ist denn heute los? Auf jeden Fall, 136 Leute haben abgestimmt und Just Cause kam jetzt am 1.12. raus, also vor zwei Tagen. Das heißt, ihr könnt jetzt bis jetzt abstimmen. Also an alle, die gespielt haben, geht jetzt auf PlayNation.de. Geht jetzt auf PlayNation.de und stimmt ab für Just Cause, was wir gleich noch spielen werden. Also ihr könnt nachträglich noch abstimmen und ich werde jetzt noch ganz, ganz kurz... ich muss das machen. Curry posten oder was? Ja. Ja, zeig mal hier. Also dieses Bild. Das Oldtime-Curry-Bild. So. Wo ist das Bild? Ja, warte doch mal, der macht das fertig. Okay. Wir lesen noch ein paar Kommentare vor. Werden noch Twitter-Fragen beantwortet? Ja. So, ist gepostet. JavaScript ist blöde, ja. Okay. Ich aktualisiere einfach immer. Mal gucken. Seite down. Also vier von... Seite ist noch nicht down. Vier von fünf, ne? Die geht. Down. Dennis Curry Brinze hat einer GTA 5 für PS3. Brinze? Ja. Was für ein Brezel. Was für ein Brezel. So, wir werden jetzt erstmal eine Runde... Was ist denn, Alter? Ey. Was denn? Guck mal kurz bei mir, Patrick. Ja, Curry ist MC Hammer, Alter, ganz ehrlich. Können wir mal zurück zum Thema kommen jetzt? So, wir werden jetzt erstmal eine Runde Just Cause spielen. Das ist ein Hammerbild hier. Und in der Zeit könnt ihr es bewerten, wenn ihr möchtet. Bibliothek, Just Cause. Deinstalliert. Oh, ich hab's auch schon deinstalliert. So, ihr könnt es jetzt dann live bewerten, also ihr könnt live eine Resonanz dazu schreiben. Und ist gerade auch wunderschön, dass der Patrick meine Steam-Bibliothek zeigt. So, jetzt geht's los. Hier mit Havoc. Beak. Oh, ne? Simplicon. Square Enix. Sauber. Square Enix. Ja, Just Cause. Ja, und wir spielen auf einem wunderschönen Heideltraut-Rechner von den Jungs von Hightech. Vielen Dank für die super PCs, super Kisten und Hammer. Damit kann man es auch auf Ultra spielen. So. Just Cause 3! Also hat eigentlich schon auf dem PC auch immense Ladezeiten, wie ich finde. Aber die Welt ist unfassbar riesig, ja. Wer das mal spielen möchte, der kann sich auf viel Inhalt freuen und vor allem viel Zerstörungswut. Und ja, wir warten jetzt einfach mal ganz kurz. Ist größer als bei GTA, oder? Die Welt, ob die größer als bei GTA 5 ist, weiß ich nicht. Aber es wirkt. Ich zeige dir gleich mal die Karte. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob mein Safe-Game übernommen wird, weil das bei der Cloud wird es nicht. Okay. Online-Anmeldung wird durchgeführt. Ich weiß es nicht, ob dein Safe Game jetzt am Start ist, aber ich glaube nicht. Oh. Gibt es Cloud Gaming bei Steam? Ich weiß es gar nicht. Na klar. Ich bin mir auch nicht sicher. Echt? Echt? Normal schon, ja. Boah. Was passiert denn jetzt? Doch, ich glaube, es ist jetzt mein Safe Game tatsächlich. Okay. Oder warte mal. Du hast doch am Anfang was übersprungen, ne? Wir haben das gerade einmal kurz Probe gespielt. Ja, die Cutscene da.
Okay. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt geschafft hat. Ja, kannst du erstmal was erzählen im Vorfeld? Also, vielleicht Just Spiel. Cause 3 ist jetzt für den PC, für PS4 und Xbox One erhältlich. Ein wunderschönes Spiel aus dem Hause Avalanche Studios und Square Enix. Es geht um eine unterdrückte Welt, die dann von euch befreit werden muss und von der Rebellion. Und man hat eine riesige Open World, leider absolut kein Multiplayer-Modus. Und wir fangen tatsächlich vom Anfang an, was ein bisschen schade ist. Aber ich überspringe jetzt einfach mal die Cutscenes, denn die wollen wir alle nicht sehen. So, zack, überspringen wir. Da ist der böse Diktator, ja, und der hat natürlich das Ganze ja, in der Kontrolle. Und so beginnt das Spiel direkt mal. Ja, man steht auf dem Flugzeug, muss jetzt einfach mal einen Raketenwerfer nehmen. Ja, kann man mal machen. So, und muss jetzt auf dem Boden hier bestimmte Punkte zerstören. Ja, die da hinten. Guck mal, da können wir einmal dahin sprayen. Zack, und dann treffen wir nicht. Und dann treffen wir jetzt. Ah, immer noch nicht getroffen. Schlecht. Jetzt. Ja, ja, zerstört. Und über uns fliegen Kampfjets rum, alles. Boah. Und wir stehen einfach mal auf dem Flugzeug. Ja, also warum denn nicht? Eben aussteigen und auf ja. Nimmt sich selber auch nicht so ganz ernst, ne? Nee, das finde ich aber bei dem Spiel eigentlich ganz cool, dass es so wirklich so unfassbar verrückt ist und dir so viele verschiedene Möglichkeiten bietet, die Mission anzugehen. Vor allem darfst du selber entscheiden, welche Mission du angehst und wie du die angehst und was du in deiner Freizeit in der Welt machst. Kann man alle selber entscheiden. So, wir knallen die alles kaputt. Ich habe es tatsächlich bei mir privat geschafft, im Let's Play habe ich geschafft, mich direkt in der ersten Mission selber wegzusprengen. Hast du das Flugzeug zerstört unter dir oder was? Nee, ich bin auf dem Berg, wollte ich springen und ich habe dann gegen den Berg geschossen mit dem Raketenwerfer und bin dann zurückgeflogen, weil ich tot. Ja, mach ich auch immer. So, gegen weiter in das Flugzeug beschützen. Auf jeden Fall was für notorische Action-Filmfreunde, würde ich mal sagen, ja. Oder? Ja, gut, so guten alten Stallone-Streifen von früher. Freunde werden da richtig Spaß haben. Ja. Ja, die werden... Die alten Stallone-Streifen von früher, das erinnert mich so ein bisschen daran. Oh! Okay, okay. Boah. So, und wir landen jetzt hier. Down. Ja, wir fliegen jetzt hier gerade. Rico, ich hoffe, du lebst noch. Oh, da haben wir jetzt unterschiedliche Gameplay-Elemente. Genau. So, und rechts sieht man so Ragtime und sowas. Steht das, ist jetzt sehr lustig. Man kann tatsächlich gegen seine Freunde antreten und bessere Scores erreichen, mit denen man dann bei Steam befreundet ist. Zum Beispiel, wer kann länger fliegen, wer macht einen besseren Wurf mit dem Enterhaken und wer zieht sich am längsten ein. So, der Enterhaken spielt auch eine essentielle Rolle hier bei Just Cause 3, ne? Ja. So. irgendwo steht hier ein Panzer, mir finde ich in den Kommentaren. Egal. So, wir sind jetzt da und unser Buddy braucht Hilfe. Das heißt, wir können uns hier hochziehen mit dem Enterhaken. Zack. Der fliegt einfach rüber, ey. Und dann können wir das nochmal machen. Und zack. Das ist mega cool. So, wir müssen hier einfach was antriggern. Genau. Oh, wir sind ja schon hier. So. Jo, ich komme dann nochmal gleich. So. Erinnert mich so ein bisschen an Spider-Man gerade. Genau. Und wir können jetzt zum Beispiel den hier. Zack. So, aber wir haben natürlich eine Pistole. Mord und Totschlag. Also, ist tot oder was, Alter? Spread. Achso, hier ist noch einer. Ganzes Magazin, der lebt immer noch, ey. Okay. Geil. Ah, was haben wir hier? Rico, das ist ja ewig her. Jahre. Du kommst genau im richtigen Moment. Die Ravelo-Soldatin hätte nicht ohne zu zögern erschossen, diese... Boah. So, aber wir überspringen das Ganze mal hier. Wir wollen ja nämlich das Spiel sehen. Also ihr seht ungefähr, Spiel hat eine USK-Wertung ab 18 Jahren. Ne? Deswegen zeigen wir euch jetzt nicht unbedingt die gewaltigsten Szenen hier. Was habe ich denn jetzt gemacht? Sau, Alter. Hauptsache, der sitzt da noch drin und redet mit dir, weißt du? Was sagt der? Das ist also schön Replay. Scheiße! Ich habe auf F, warum drücke ich auf F? Hochwertig gescheitert. Oh. Dennis at its best. Bester Moment bei Science of Gaming. Ich habe jetzt schon wieder geschafft in der ersten und er sitzt noch drin und hält einen Dialog. So, wie steige ich ein? Der beste Moment war immer noch letzte Woche bei Mortal Kombat. Wo die Hähne da auf einmal wegfliegen und so. Ja, fahr doch. Okay. So. Das war hochwertige Unterhaltung, ja. Gib Gas. Also ja, Mortal Kombat war letzte Woche ein Highlight. Boah, das war Battle Beef Highlight. Aber heute gibt es auch noch ein Highlight bei Battle Beef. Lasst euch mal überraschen. Was gibt's denn heute? Ja, wir fahren noch nicht. So, wir brettern jetzt mal hier durch die Gegend. Ja, müssen jetzt zu dem Checkpoint. Guck mal, wie... Nein! Achso, umschalten. Hä, warum stehe ich auf dem Auto? Was macht... Hä? Der nimmt dich aber mit da, oder was? Jo, fahr mal durch, dann ist die Straßensperre. Ja, ich steige erstmal ein da. Da fahren wir weiter. Hast du auf jeden Fall eine hohe Bewegungsvielfalt, ne? Ja. Ey, die Steuerung am PC finde ich aber teilweise echt schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich angeht. Hatten die ja immer diesen Flughafen, ne? Diesen, also
gab es ja Military Bases. Krass, ja. Geil. Ja, unser Freund hier, der hilft uns nicht, die Kollegen hinter uns abzuknallen. Würde ich auch nicht machen, nachdem mein Freund mich weggesprengt hat, der Rico. Ja. Müssen wir jetzt den Punkt erreichen. Voila, der Zwiebel da drauf jetzt. Ja. Boah, Need for Speed Drift. Erinnert so ein bisschen an GTA viele vielleicht, ne? Ja. Auch jetzt mit den Sternen, was bedeutet das? Ja, was bedeutet das, ne? So wie bei GTA halt, dass du verfolgt wirst. Was hast du jetzt gemacht? Nein! Wo ist denn Mario? Was ist denn Achso, der ist ausgeschieden. Ich bin noch da. Wo ist denn der Panzer? Welchen Panzer? Ja, der Panzer. Boah. Ja, er braucht schon Panzer, Mann. Boah. Alter. Ja, klar. Batz! Alter, wo fliegt der denn hin? Ja, klar. Wo ist der denn hingeflogen? Der fliegt erstmal zu Nirvana, ey. Hey, das war ein Zivilauto. Nein. Erstmal alles kaputt machen, was geht, ey. Boah, kannst ja alles kaputt machen, oder was? Ja, ja, klar. Aus die Wände. So, Butz. Ey, guck mal, Erde. Boah. Der braucht schon Autos. Kann ich den Rico auch wegspringen? Ey, guck mal, weißt du, er schießt auf den Panzer. Ich kann aber nicht fahren mit dem Panzer. Das ist einfach nur jetzt weg? Eine stationäre Kanone. Doch, eigentlich kann's. Aber der Panzer hat keine Reifen mehr. Der Vorderreifen sind weg. Okay. Ich glaube, die haben die Reifen gesprengt. Das kann durchaus sein. So, ich glaube, wir haben alle. Kommt davon, wenn man auf den Boden zielt, ne? Ja, was macht der denn jetzt? Oh. Das war's. Vernichtung naht. Die Farm ist umstellt. Werde in Kürze überrannt. Erbitte Unterstützung. Kannst du das regeln, Rico? Du musst sie beschützen. Ich komme nach. Kein Problem, Mario. So, Rico. Ja, der Rico, ja, der hat auf jeden Fall faustdick hinter die Ohren, ist der Hauptprotagonist hier in Just Cause. So, wir können jetzt mit dem Heli fliegen. Ja. Jo. Und wie findest du die Story so bisher? Was hast du schon ist gesehen? Okay. 6 Stunden? Also ist okay. Sondern das Coole ist, was wir zum Beispiel machen können, was wirklich ein Phänomen ist. Jo, das Radio. Wir können es einfach. Spreng mal die Brücke. Ne, das wollte ich gar nicht machen. Du wolltest dich unten dran hängen. Ja, warum macht ihr das denn nicht? Die neue Stimme des Nachrichtensenders. Du musst der Atem. Er braucht schon einen Helikoptermann. Oh! Ey, aber ganz ehrlich, man drückt eigentlich eh aussteigen, dann hängt er sich unten dran. Hat er nicht gemacht. Ich weiß nicht. Ja. Hab ich noch nie probiert. Best Gameplay ever hier bei PlayNation und bei Science of Gaming heute. Hammer Gameplay hier. Nochmal. Nein, ich hab schon wieder nicht. Gibt's da auch so Radiosender wie bei GTA und alles? Ja. Ja? Hast du gerade gehört? Verschiedene auch, meine ich. Kann aber leider nicht, nicht den Sender wechseln, oder was? Ach, wahrscheinlich ist das immer so eine Dauerübertragung. Ja. So, wir müssen jetzt da drüben landen. Hm. Ja. Ja, die Welt ist ja riesig, ne? Also, die Karte. Ja, man kann ja mal ganz kurz zeigen. Das hier ist die Map von Just Cause. Guck dir das mal an. Und das ist schon eine riesen Map. Insgesamt 1000 Quadratkilometer. Ja. Größer als GTA ist auf jeden Fall bei GTA 5. Aber leider nicht so belebend. Nicht schlecht, ja. Und wiederholt sich sehr oft, die Elemente wiederholen sich sehr oft, also ist halt sehr viel Wiese und so, ne? Ist so, nicht so viel Wiedererkennungswert wie bei GTA teilweise, ja. Ne? Da sieht ja alles komplett verschieden aus. Oh, da ballern sich schon wieder welche, ja, ist klar. Wieder Fackeln. Wieso schießen sich denn jetzt alle gegenseitig über den Augen? Das sind ja die. So. Wir sind auf den Rebellen. Genau, wir sind auf der. Nein! Alter, wieder wegfliegt, ey. Du bist ja echt der richtige Rambo, ne? Du läufst einfach durch die ganzen Kugeln durch. Ja, was jetzt so? Bist tot oder was? Ach, das gibt's doch gar nicht. Jawohl. Also, die 100. Kugel war zu viel, auf jeden Fall. Ja, irgendwie, heute ist bei mir der. Was ist das denn hier? Weiß ich nicht. Heute bei mir ist irgendwie der Wurm drin im Spielen. Aber egal, wir zeigen euch das noch. So, wir sind jetzt da. Okay, wir holen uns die jetzt. Zack. 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 Ne, du könntest jetzt gleich, also gleich ist das Tutorial Ende. Ja, genau. So. Da oben auf dem Turm. Genau, da müssen wir jetzt hoch. Und wie viele Waffen gibt es so im Spiel? Boah, das weiß ich, aber viele. So, ran an die Buletten und los geht's. Oh, die Musik. Hör mal, die Zivilautos wegspringen.
Hä? Hast du das gesehen? Es kommt alle angeflogen. Von links irgendwo weiter. Kannst du das Haus auch in die Luft sprengen? Hä, was fliegt denn da? Das finde ich auch geil, ne? Diese Torpedos, da kannst du dich so dranhängen, da kannst du die in die Luft schießen und dann hängst du damit ab. Ja. Kannst ja quasi fliegen, ne? Da kommt jemand auf Moped. Oh, scheiße. Was ist los? Ja, Helikopter kommt natürlich auch, an den kann man sich auch ranhängen. Also man kann tatsächlich auch die Fahrzeuge der Gegner kapern während einer Mission, das finde ich sehr, sehr cool. Wie so ein Pirat, oder was? Mhm. Ja, also die kommen dann praktisch und du gehst dann einfach dahin, hängst dich dran und klaust den Helikopter, während die auf dich schießen. Finde ich sehr lustig. Ja, ist doch cool, ey. Macht auf jeden Fall Spaß. Wir haben es geschafft. Hey, wo kommt der denn jetzt her? Ich meine, ich war es. So, aber das überspringen wir auch, denn ich würde euch noch gerne eine Sache zeigen hier bei Just Cause. Und zwar kriegen wir jetzt den Wingsuit. Und wir müssen eine Brücke noch sprengen. Das machen wir natürlich noch. Alter. Okay. So, Mission abgeschlossen. Willkommen daheim. Dennis ist doch ein Pro-Gamer, ja. So. Okay, wir müssen jetzt zur Mutti ein Upgrade holen. Oh, das war ein bisschen zu weit. Also mit Tastatur und Maus spielen finde ich dieses Game eigentlich nicht so gut, wenn ich ganz ehrlich bin. Mit Controller lieber, oder? Ja, leider haben wir gerade keinen hier. Wir sind leider zu arm für einen Controller. So, ja, die Mutti erzählt dann da, was sie denn schön ist. Die entwickelt endlich immer alles still und heimlich für den Rico, also den Wingsuit und so weiter. So, wir können jetzt zum einen, glaube ich, mehr Sachen, falsche markieren. Wir müssen nämlich jetzt erstmal mit den Sachen hier vertraut machen, ne, mit diesen Mechaniken. Hier Fallschirm öffnen, tralala, kann man rumfliegen, können sich dann hier nochmal dran ziehen, dann machen wir den Fallschirm wieder weg. Ah, da unten gibt's Waffen. Genau, kann man sich Waffen holen. So, wir müssen jetzt da hoch zu der Dima. Dima. So. Ja, ich finde die Grafik auf jeden Fall schön, aber wie gesagt, die Kantenglättung ist jetzt nicht so die schönste, die ich bis jetzt gesehen habe. Also das ist ein bisschen, bisschen schade, aber bei der riesigen Welt völlig verkraftbar, denn man musste hier Abstriche machen. Ah, ich sehe da so einen roten Tank, den würde ich gerne mal... Das ist immer gut. Ja, aber ich will ja nicht die Dimas Hütte hier. Aber da werden wir jetzt noch was Interessantes machen, liebe Freunde, guck mal. Diese Aufzeichen sind schon gut, ne, diese Brandzeichen. Ja. So, und jetzt demonstriert uns Just Cause sein Kernelement, und zwar... dass wir mit aller Kraft was wegsprengen können. Aber ich bin mal ganz kurz ruhig, damit ihr einmal die Synchro hört, damit ihr auch selber einen Eindruck davon habt. Geht's dir gut? Ja, los. Fangen wir an. Ich sollte in deiner Nähe bleiben, um Fehler in deiner Ausrüstung zu beheben. Was? Du hast doch keine Flugangst, oder? Ach Quatsch, ein akrophober Agent. Völlig absurd. Oh, das sind Rebellen. Salut. Salut. Wobei ich finde, mich erinnert der Rico immer an Elias Mbarek. Ne? So, also, die erklärt uns gerade, die entwickelt für uns immer alles weiter, die Techniken und so weiter, also Wingsuit, damit wir Verbindungen herstellen können. Also können wir zum Beispiel so machen. Ja, also wir können ihn hier nehmen. Warte mal, nochmal. Nicht unseren, oder? So, doch, das geht. So, und dann, warte mal, wie geht's? Moment. So, machen wir mal so. So, und jetzt? Verbindung ziehen. Umschalt. Ja? Hast du die Macht oder was? So, wir können jetzt aber auch... Nur wie sich alle freuen. Den hier machen. Und den hier machen. Hä? Na cool. Du kannst relativ viel damit spielen, ne? Kannst du auch den großen Tank da in die Luft sprengen? Ja, alles. So, und Just Cause. Die Entwickler haben mir damals erzählt, wo wir da waren in Hamburg, haben die uns erzählt, dass man, Entwickler kam ins Studio zu einem Game Designer und gesagt, wir haben hier richtig geile Explosionen. Da hat der Chefentwickler gesagt, ja, zeig mal, dann waren das so okay, die Explosion. Dann hat er nochmal einen Entwurf gezeigt, wo die Explosionen nochmal krasser waren. Und der letzte Entwurf war so krass, dass der PC abgestürzt ist und hat gesagt, diese Explosion nehmen wir. Finde ich sehr okay. Cool. Das ist eine gute. Macht ihn sehr sympathisch. So, pass auf jetzt. Boah! Was ist da denn los? Alter, wo richtet die denn hin? Bleib mal hier. Hey, kannst du die auch bewegen? Ja. Kannst alles machen. Boah. Das ist eine Explosion. Guck mal, das fast wie das ganz langsam dahin rollt. Also ich glaube, das Hauptaugenmerk bei Just Cause ist Explosion. Das stimmt. Und Feuer. Kreativ werden. Ja, kreatives Feuer. Ganz anderen Bereich. Für Pyromanen ist das auf jeden Fall ein gutes Spiel, glaube ich. Verbinden. Für Hobby-Pyromanen. So, und dann passiert Folgendes. Oh, für den dann. Nix. Die Fässer hängen jetzt einfach hinten. Naja, Patrick, mal ganz kurz auf meinem Bildschirm. Danke. So, auf jeden Fall. Ey, man kann hier so viel mitmachen. Ach, guck mal hier. So, Die ganze Tür raus. Dezent am Explodieren. Also die Effektdetails sind sehr hoch, muss man sagen. Genau, und witzigerweise ist, sobald man sich zu nah an einer Explosion aufhält, fliegt man weg aufgrund der Druckwelle. Ne, da haben die auch dran gedacht. Mhm. Also es ist nicht einfach so, dass man dann steht, geil. So, aber komm, wir müssen uns natürlich... Real men don't look at explosions.
Kennst du das? Ja, der ist wieder ganz woanders. So. Ja, das passt einfach zu Just Cause. So. Hinter dir explodiert alles und du gehst einfach deinen Weg. Okay, das war's jetzt aber, ne? Doch, was du meinst. Okay, dann gehen wir mal wieder hier zurück. Huch, wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, wir haben einen weiten Weg vor uns. Ne, doch nicht. Da vorne ist es schon. Jetzt bekommen wir nämlich den Wingsuit. Ja. So, das ist auf jeden Fall das Tutorial hier bei Just Cause. So, damit ihr die Kernelemente kennt. Und ungefähr so einen groben Das ist bestimmt nice, so mit dem Wingsuit über die ganze Karte zu schauen. Allerdings finde ich, die Steuerung, wie gesagt, am PC sehr knifflig. So, die schubst uns jetzt gleich einmal mit dem Berg runter. Pass mal auf. Das ist die Moody, oder? Die Technikerin, genau. Das ist ein Vergeltungsschlag. Was ich sehr interessant finde, ist, dass um die mal ganz viele Vögel rumfliegen. Oder fliegen. Und aufregend. Nicht aufregend, jedenfalls nicht der Angriff. Falsch ausgedrückt, eine aufregende Chance, meine neue Erfindung zu testen. Und was ist das? Dient der Vermeidung von Katastrophen. Streck deine Arme aus. Nein, so. Was zum Teufel soll das werden? Das Lustige ist ja, dass er die ganze Zeit schon diesen Wingsuit anhat und jetzt erst sagt, was soll das denn werden? Fertig. Ich meine, er ist heute Morgen damit wach geworden und hat sich gedacht. Praktisch zum Gleiten. Vielleicht wusste er das nicht. Am besten steht er am Berg. Fliegt zur Brücke. Das ist ein Flugzeug, ne? Für uns beide, Rico. Man kann ja mal dazu sagen, dass die Stimme von Rico von Moritz Bleibtreu ist. Ach echt? Genau. Okay. So. Der Moritz Bleibtreu hat unter anderem auch, glaube ich, in Battlefield schon eine Synchro gehabt, ne? Der macht ja mehrere. Battlefield 4, ja. Wir springen jetzt einfach mal hier von der Klippe und machen den Wingsuit auf und können jetzt hier rumfliegen. So, und da entsteht eine Competition mit euren Freunden. Aber man sollte den Fallschirm auch machen. So, auf dem Boden drauf, oder? Okay, so, wir müssen jetzt die Brücke hier tatsächlich sprengen. Das ist ziemlich krass. Aber jetzt, hier deponieren. Okay, warte mal, wie wählen wir das denn aus? Ja, Feststelltaste, was ist die Feststelltaste? Feststelltaste ist doch die hier, oder nicht? Passiert aber nichts. Ja, das Problem hatte ich nämlich auch zu Hause. Nice. Also wir können jetzt nichts hier machen. Ja, könnten jetzt natürlich den hier machen. Aber das ist nicht so gedacht. Ja. Jawohl. Die Boah, ganze Brücke fliegt weg, ey. Ja. Ist ja da auch Brücke zu früh gesprengt. Taste da. So, denn ich müsste sie eigentlich jetzt sprengen, indem ich diese Bomben platziere, aber leider, wie gesagt, irgendwie Feststelltaste will ihr nicht, warum auch immer. Das ist auf jeden Fall Just Cause, ihr hattet jetzt einen kleinen Eindruck. Also wir haben einmal den Wingsuit kennengelernt, wir haben die Fahrzeuge kennengelernt, wir haben sehr oft gesehen, wie man gescheitert ist. Die Grafik haben wir gesehen, die Synchros. Deswegen, tut mir doch mal einen Gefallen, bewertet jetzt Just Cause auf playnation.de. Ihr könnt das ganz einfach machen. Ihr geht einfach auf unsere Startseite. Ich mach mal beenden. Beenden, Steuerung. Finde ich auch sehr komisch, Steuerung muss man drücken. So, beenden. So, genau, ihr geht auf playnation.de und dann könnt ihr hier oben auf Spiele drücken oder auf die Startseite gehen, einfach ganz easy, ne, so. Und dann drückt ihr einfach hier, ja, seht ihr es? Auch an eurem Smartphone einfach oben suchen und dann könnt ihr es hier, könnt ihr hier voten. Wie gesagt, 4 von 5 Stimmen, 176 Leute haben gewotet. Wir warten jetzt einfach mal ein bisschen und gucken, wie ihr da abstimmt und ja. Bisher ja ganz gut bewertet worden, ne? Ja, finde ich auch. 4 von 5 ist immer solide. Ich hatte noch nie bei Science of Gaming die Wertung unter 4 von 5. War immer... Wobei ja gut, weil wir auch haben meistens die AAA-Titel immer bewertet, die relativ gut ankamen bei den Leuten, so, ne? Ja. Ja. Ich gucke gerade noch, was die Leute bei Twitch schreiben so lange. 10 von 10 Punkten schreibt der Tobi. Ja. Oh, so schön, ne? Würdest du, Tobi. Was würdest du denn für eine Wertung geben, Ben? So, dein erster Eindruck? Ja, ich würde sagen 3,5 so, ey. Ich weiß nicht, zwischen 3 und 4. 3 von 5? Ja. Okay, also ich habe die Story noch nicht mitbekommen. Gesehen. Aber wenn die Story noch gut ist... Ersteindruck, nur Ersteindruck. Ja. Ersteindruck ist 3. Ja, also macht auch, kann auf jeden Fall Spaß machen, ne? Wie gesagt, man hat ja viele Möglichkeiten. Also von mir, ich würde auch 3,5 von 5 geben, weil das Problem ist, dass es leider absolut keinen Multiplayer-Modus gibt und dadurch, wenn man die Story durch hat, leider kein Wiederspielwert. Ja. Es sei denn, es kommen DLCs. Ja, vielleicht könnte man als Wiederspielwert diese Challenges nutzen, ne? Ja. Gegen die eigenen Freunde. Gab es allerdings bei Just Cause 2 aber später auch noch einen Multiplayer-Modus, oder? Ja, der war aber ja nicht von den Machern selber. Genau, okay. Der war ja eine eigenständige Mod. Schauen wir mal.
Ist natürlich ein bisschen schade. Ne? Über 1000 Spielern auf einen Server und sowas. Heute, wo alles im Rahmen des Multiplayers irgendwie auf. Wir haben irgendwo gerade einen Disco-Fernsehen hinter uns, der immer an- und ausgeht, warum auch immer. Disco. Deswegen, also, ich aktualisiere einfach mal. Das nächste Spiel, was wir spielen, ist übrigens Rainbow Six, meine ich. Ja, Rainbow Six. Geil. Siege. Was ist das denn hier? Guck mal, Curry ohne Zähne. Was ist das? Hör mal kurz auf Curry sein PC. Curry ohne Zähne. Auf Curry sein PC. Ich hab auch schon einen PC. Heute bin ich einfach durch. Ich weiß nicht, warum ich muss. Was ist das denn, Alter? Save the Bang. Shave the Bang, Alter. Ja, Curry hat einen coolen Bart heute auf jeden Fall. Und Curry ist auch schon bei Kinder engagiert worden. Er macht den nächsten Werbespot, ey. Kein Problem, ey. Der Typ, ey. Guck mal, Tobi ist auch dabei, Alter. Schöne Grüße an Tobinator, lass uns spielen. So. Tobis Bruder ist auch da. Ich hab echt einen Schaden. So, zwei. Ja, und den haben wir auch noch. Ja. Was ist das? Weil das so schön war. Ja. Sieht aus wie Bernie. Ja, ist echt so, ne? Nein. Wie sein Vater. 1:1 sieht der Kevin aus, ohne Haare. Hast du ihn nicht einmal richtig angeguckt? Ja, klar. Der Bernie, der war, ja. So, 206 Leute sagen 4 von 5. Ich aktualisiere noch einmal. Oder dreimal aktualisieren wir noch. So, 209. 209. Ich poste das mal ganz schnell bei mir auf Twitter, damit ihr das ganz schnell findet. Einfach unter dem Hashtag SOG. So. Ja. Genau, dann gehen wir langsam rüber zu Rainbow Six gleich, ne? Ja. Starte ich das auch schon Hammer mal. Hammer Game. Einfach bombastisch. So, Just Cause 3. Hier bewerten. Da ist er ja schon. Ja, so schnell geht krass. Das heutzutage, oder? So. Genau, und in der Zeit, während der Ben Rainbow Six geschaltet hat, ich joine ihn gleich einfach nach. Wir aktualisieren jetzt nochmal. Special Operation gleich zu zweit, 212. Oder? Ja, aber ich würde mal sagen, bevor wir jetzt gleich Rainbow Six spielen, machen wir mal ganz kurz eine Verschnaufspause, oder? Ja, einmal kurz nochmal trinken, was essen. Holt euch was zu subbeln, holt euch was zu essen und dann... Ist das okay, Patrick? Patrick? Ihr wird auf fressen. Ja, aber natürlich, immer. Okay. Also, 90 Sekunden, kurze Double-Time-Break. Patrick weiß Bescheid und wir sehen uns gleich wieder. Double-Time. Bleibt dran. Wir sind wieder da. Boah. Und jetzt wird Rainbow Six gespielt. Rainbow Six Siege, also ist ja bei Uplay, ne? Ja, genau. Ist ja gar nicht bei Steam, hör mal. So, ich starte das mal. Und dann gründen der Ben und ich eine Party. Und der Curry, der wird natürlich gleich auch mal eine Runde spielen. Denn der hat gestern mit uns bis zum Erbrechen... Ich weiß wirklich immer... Ja, hier ist ein bisschen wenig Platz, ne? Deswegen... Bis zum Erbrechen hat er gestern mit uns Rainbow Six gespielt. Ja. Und wir waren aber auch taktisch echt schlecht. Ich dachte, jetzt kommt's. Hey, wir waren taktisch gut dabei. Ja. Er soll selbst ein Kompliment machen. Also Rainbow Six Siege aus dem Hause Ubisoft, auch jetzt erhältlich. Kam an dem gleichen Tag raus wie Just Cause. Am 1. Dezember. Wirklich ein wirklich sehr gutes Spiel, wie ich finde. Ja. Völlig unterschätzt, völlig... soll ich sagen? Unterbewertet. Nicht unterbewertet, ich finde, es ist eher so... nicht bei jedem auf dem Schirm, so weißt du? Und es ist so ein Game, wo ich wirklich, ich war auch so vorgenommen, ich habe mir so gedacht, okay, Rainbow Six so könnte ganz cool werden, aber wer weiß, wie es wird. Und da habe ich es gespielt und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Also, seitdem ich den Trailer und die Trailer so gesehen habe, habe ich mich auf jeden Fall drauf gefreut. Mhm. Ja. Aber ich hätte halt nicht gedacht, dass es so im Fullteam halt mega Laune macht. Ne? Genau, macht Fullteam. Halt mega viel Laune. Mit 5 Leuten, da war der Patrick dabei, der Tobi war dabei. Kevin, könntest du das Mikro etwas näher halten in Zukunft, bitte? Das wär, so? Ja, das wäre viel, der viel Tobi besser. War so dabei. Soll ich das halten? So. Ja, bitte.
Weil sonst bist du sehr leise okay. mit deiner zarten Stimme. Der Ben und der Kevin. Okay. Also die waren so. Auf jeden Fall dabei. Und alle wir dabei. Haben, wie gesagt, im kompletten Hammer. Team gespielt. Und es hat mega Laune gemacht. Wow. Aber wie gesagt, es ist wirklich sehr schwer. Man muss erstens die Maps kennenlernen. Man muss zweitens sich mit den Mechaniken auseinandersetzen. Man muss drittens die Klassen freischalten. Also Level 5, ab Level 5 aufwärts ist alles eigentlich ganz gut. Aber von Level 0 auf Level 5 zu kommen, ist natürlich erstmal eine Herausforderung. Ich habe gelesen und gehört von vielen Leuten, dass das eigentlich die nächste E-Sports-Hoffnung sein könnte. Man kann sich das richtig gut vorstellen. Außerdem soll es ein großer Konkurrent für CSGO werden, habe ich auch bei einigen gelesen, weil eben diese Mechaniken fast gleich sind. Man braucht auf jeden Fall richtig gutes Teamplay, wobei CSGO hat natürlich andere Elemente, aber wenn man so sagt, Teamplay-mäßig ist das hier auf jeden Fall eine Hausnummer. Und ja. Für alle, die Rainbow Six Siege schon gespielt haben, ihr könnt auf unserer PlayNation.de Seite das Spiel jetzt bewerten. Ja, gebt eure Wertung ab und ihr könnt für alle Leute, die das Spiel nicht haben, eine User-Review ganz unten auf der Seite posten, also euren Eindruck von dem Spiel und dann könnt ihr Leute, die das Spiel noch nicht haben, überzeugen oder nicht überzeugen, je nachdem und eure Wertung abgeben. So. Weißt du was, Dennis? Guck mal, was du für Punkte hast da. Du kannst jetzt mal Operator kaufen. Ach, das ist jetzt zusammen mit meinem Uplay-Account, den ich auch zu Hause habe. Ja, ja, genau. Oh. Ist ja dein Account. Du hast ja okay. 1500 Points, so, oder was? Okay, das können wir ganz kurz zeigen. Also das ist das Hauptmenü also, hier. Also man kriegt halt diese Tokens da oben, die man sieht, diese goldenen, ja. Die braucht man halt, um diese Operatoren zu kaufen. Du hast am Anfang halt diese Standardklassen mit den Standardausrüstungen, aber wenn du jetzt auf Operators gehst, dann kannst du halt von den verschiedenen Spezialeinheiten, siehst du ja auch von den verschiedenen Spezialeinheiten, wenn du jetzt eher auf Unlock drückst, dann hast du halt die verschiedenen Spezialeinheiten und die kannst du dann... von jeweils einer Spezialeinheit kannst du dann einmal Attackers oder Defenders auswählen, also zwei davon. Okay, Attackers und... Ah, okay, ich verstehe. Ja, du hast halt zwei Attackers-Klassen und zwei Verteidiger, ne? Okay. IQ ist dann für mich, weil ich gebildet bin. So, ah, okay, und das, die haben dann spezielle Fähigkeiten, ne? Ja, du kannst halt hier sehen, was die für Gadgets haben, ne? Okay, dann nehmen wir mal einen Blitz. Ja? Ja, zum Beispiel dieses Schild, das ist auch nice. Genau. Ne? Ja. Stimmt, das kannst du echt mal holen. Das haben wir ja letztens. Haben wir das. Okay, dann haben wir jetzt. Ah, hier sieht man dann jetzt, wofür das geeignet ist. Die finde ich mega geil, jetzt mal so gesagt. Was ist das denn, ey? Ach, jetzt sieht man, was das ist, oder ja, was? Ja, genau, was er halt für. Das Geile ist, du hast vorne bei dem Schild hier hast du Blendgranaten, die kannst du abballern, weißt du? Boah. Du kannst damit vorauslaufen, dann kannst du die Blendgranaten rausballern und dann sind die alle geblendet und kannst dann die abballern, weißt du? Ich meine, wenn man so diese nice. Ganzen Gadgets hat, ist ja auch kein Wunder, dass wir so im Nachteil sind. Vor allem, sind, wenn du oder? Halt, ja, hast ja gemerkt, ne? Vor allem, wenn wir dann im Fullteam sind und jeder hat so seine individuelle Klasse, ne? Das könnte halt mega werden dann. So, und dann können wir natürlich noch hier nehmen. Das Betznutz sieht hier gerade nicht so spannend aus. Jetzt musst du beachten, dass halt, wenn du jetzt von der Klasse noch eine kaufst, kostet halt 1000, ne? Ah, okay. Also die ersten Klassen von der Spezialeinheit kostet halt immer 500. Okay. So, ich lade den Ben einfach mal ganz schnell ein. Kann man sich ja auch jetzt irgendwie Scope und sowas kaufen? Ja, kannst du. Okay, Ben, ich habe dich eingeladen, nimm mal an. Wo kann ich die Scopes kaufen? Du gehst auf, geh mal auf Operators, glaube ich, und dann geh mal hier drauf. Genau, und dann Loadout einfach. Jo, dann genau. kannst du halt die Waffe auswählen. Gut, da kannst du jetzt nicht so viel ausrüsten, aber wenn du jetzt zum Beispiel auf deine Pistole gehst, dann kannst du halt Laufschutz und Schalldämpfer und sowas. Ne, kannst du mir eine Klasse empfehlen von irgendeinem Dings oder so? Wie gesagt, ich habe da auch selbst erst ein paar, welche ich dir auf jeden Fall empfehlen kann. Aber wieso kann ich jetzt meine Hauptwaffe nicht ändern? Deine Hauptwaffe ist dein Schild. Ach so, ich habe eine Pistole und ein Schild. Ja, ja. Du hast halt für die Klasse die jeweilige Ausrüstung, ne? Ich verstehe, ja. Okay. Also der mit dem Schild sollte eigentlich vorausgehen. Ja, und das ist halt der Vorteil. Ne? Du hast halt so viele Möglichkeiten mit diesen einzelnen Spielern, mit diesen einzelnen Ausrüstungen, dass du halt deine Angriffe immer anders koordinieren kannst. Ne? Ja. Und da so viele das immer mit CSGO vergleichen, finde ich das eigentlich noch ein bisschen krasser, weil die Map verändert sich ja auch. Also ja. Weil die Leute dann zum Beispiel eine Wand sprengen, wo man es nicht erwartet oder so. Also es ist dynamisches Gameplay. Ja. So, Ben, nimm mal die Einladung, hast du angenommen, ne? Ja, habe ich. So, jetzt gehe ich auf Multiplayer, richtig? Okay, warte, ich kaufe mal ganz kurz. Kauf dir mal vielleicht einen Dock oder so, einen Sanitäter vielleicht. Okay. Weil so, ich dachte, ein Hund. Ja. Warte mal. Den haben wir ja hier schon, ne? Ich nehme das hier. Heartbeat Detection. Puls, ja, den habe ich auch. Aber wen ich dir noch mehr empfehlen kann, ist Ash. Was kann der? Ist halt zum Beispiel Attacker. Du kannst, du hast hier sowas ähnlich wie ein Granatenwerfer. Kannst du halt zum Beispiel Schilder, also wenn die Wände absafen oder so, kannst du halt reinballern. Der bohrt sich halt in die Wand, wie du hier siehst. Boah. Das wirst du auch gleich in dem Video sehen. Ich glaube, das ist die Lieblingsklasse von uns beiden, oder? Ja, ich finde die Klasse so nice. Kauf dir mal die Klasse. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja einen Battlefront Superstream gemacht. So, ging ja 4 Stunden. Ja, einfach kaufen. Ne? Bei Rainbow Six könnte man sowas auch machen, aber es ist keine Ankündigung, ich meine nur, weil das wäre natürlich auch ziemlich spannend und ihr werdet das auch gleich sehen im Verlauf dieser Runden, wie spannend dieses Spiel einfach ist. Wie die Spezialwaffe der jeweiligen Klasse immer vorgestellt, ja, weißt du? Sehr schön. Also finde ich auch cool, also du hast schon 5 unterschiedliche Spezialeinheiten und die haben dann jeweils nochmal diese ganzen Operator, ne? Das ist ja echt schon eine Hausnummer, also taktisch ist das echt auf ganz hohem Niveau hier, ne? Chapeau,
Ubisoft. Boah, FBI. So, es geht jetzt mal um Multiplayer und Ja, der sagt ja, jetzt, dass du mindestens 3 von jeder Seite haben musst, 3 Operator freigeschaltet. Also ist ein Tipp. Ja. Weil okay, du jetzt, sonst im Nachteil bist. Ja, jetzt gehe ich auf Casual. Genau. So, Ben und ich suchen jetzt ein Game. Ja, ne? Okay, ja, los geht's. So, flotte Runde, wir spielen mit dem Zafi ja. und den Vizga ne? und den Danny K. Das Problem bei Rainbow Six Siege ist, muss man ganz klar sagen, es gibt sehr viele Leute, die trollen im Spiel und leider Teamkills machen untereinander. Deswegen ist es halt besser, wenn man halt ein Fullteam hat. Ne? Ja, ja. Also das ist auch ein absolutes Multiplayer-Game. Ne? Das ist einfach für Full-Squads ausgelegt. Ja. Ich denke mal, wenn das halt Ubisoft mal mitbekommt, das wird ja nicht lange dauern, weil es wird wahrscheinlich viele Spieler geben, die da trollen, dass da auch die nötigen Sachen dann in Bewegung gebracht werden, denke ich mal. Ne? Ja, das wenn einer trollt, der dann auch teilweise, wenn er sein Kevin, Teammate... Kevin, ich klebe dir das Mikrofon jetzt gleich irgendwo dran. Warum? Komm, du musst das so halten, Curry. Ja, aber das... Warum ist das rot, Patrick? Ist das normal? Nee, Batterie ist leer. Batterie ist wahrscheinlich leer, das rot leuchtet, dann, deswegen Kevin, ist es so dann leise, dann nimm doch einfach das andere Mikro mal. Dann. Soll ich das andere mal nehmen? Genau. Dann. Ja, warte, kann der Ben eben tun, weil der nämlich näher dran ist. Nimm mal zur Vorsicht das andere. So. Ich kann sagen, ich muss das komm sonst lief bis hier unten. Ich komm gleich wieder. Also, okay, dann mach das mal mit aus. So. Da bin ich wieder, Freunde, da bin ich wieder. Leider. So, wir gehen jetzt auf. Ein wundervolles Mikro für Curry. Aber Curry, Kevin, wo kann ich jetzt meinen Operator aussuchen? Den habe ich doch freigeschaltet. Warum wird mir dann nur der Recruit hier angezeigt? Du hast hier gerade, was seid ihr denn? Seid ihr gerade, ihr seid Defender. Okay. Du okay. hast nämlich einen Attacker gehabt. Ah, okay. Achso, okay. So. Ah, okay. Das Problem ist jetzt, erstens haben wir überhaupt gar keinen Sound, also wir hören nichts. Ja, ja. Sound ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich könnte jetzt einmal rumlaufen wie ein Elefant. So, wir müssen ganz kurz erklärt, wir haben hier 2 Bomben, Bombe A und Bombe B. So, und wir müssen jetzt gucken, dass die Gegner diese Bombe nicht entschärfen. Die haben, sagte 3 Minuten, und die haben gerade in dieser Zeit, während wir hier rumlaufen, die Möglichkeit, so eine Art Drohne hier rumzuschicken, die dann das Umfeld scannt und die Bomben finden muss. Und wenn die Bombe finden, dann wissen die auch genau, wo die hin müssen. Der beste Vorteil ist also, wenn sie die Bombe gar nicht finden, dann wissen die nämlich gar nicht, wo die hin müssen. Und ja, jetzt haben sie Bombe A gefunden. Das heißt, hier fährt irgendwo eine Drohne rum, aber da ist er nämlich. So, die könnt ihr auch zerschießen. Genau, ja, haben wir auch gemacht. Aber viel zu spät, denn die wissen jetzt, wo beide Bomben sind. Und da kommt der nächste R2D2 rein. So, den haben wir dann auch zerstört. Glaube ich. Wir machen hier Stacheldraht hin, das können wir gerade machen. Patrick, geht's jetzt? Wunderbar, schön. Dankeschön. So, genau, Stacheldraht können wir jetzt rein theoretisch auch direkt hier vorlegen. So, zack. Ne? Also die werden dann verletzt einmal, wenn die da reinlaufen, und die brauchen auch viel länger. Wir können jetzt auch rein theoretisch uns hier in die Ecke stellen und können hier ein Schild platzieren, ja, wo wir uns dahinter verstecken können und wo wir auch ein bisschen in Deckung sind. Ist natürlich absolut Blödsinn, das direkt hier am Eingang zu machen, aber ich wollte es einfach mal kurz demonstrieren. So, unser Team, die Verteidiger, die warten jetzt auf die Angreifer, also auf die Cops, die Terroristen hochnehmen müssen. Und da seht ihr schon, da geht schon los. Da fliegt das erste kleine... Aber ich glaube, das war von uns, oder? Ja, ja, glaube ich auch. So, denn das war nämlich eine Giftgranate, richtig? Ja. Wenn man da reinläuft, dann... Ja, das ist ja das Geile. Du hast halt so viele Klassen, die man auch miteinander nachher dann kombinieren kann. Zum Beispiel, du hast ja gerade diesen Stacheldraht dahin geworfen, ne? Und dann gibt es ja auch diese Klasse, die dann zum Beispiel diesen Stacheldraht unter Strom stellen kann. Ach, krass, okay. Und die kannst du auch an Wände dann platzieren und alles. Und dann werden die Leute dann halt nochmal langsamer oder sterben, dann weiß ich nicht mehr genau. Aber du kannst halt echt so Teamplay richtig hoch... Guck mal, wie der da liegt, ey. Ja, ja. Wie geil ist das denn? So, 3 Minuten haben die jetzt noch Zeit. Boah, also, ich finde die Zeit immer... Gut, auf dem Tisch stehen ist natürlich mega Deckung. Ich wollte nur gerade mal gucken, was da los ist. Wo kam der her? Der war hier bei B. Bei hol dir. Das war aber ganz klug von dem Kollegen hier. Der hat nämlich geguckt, wo die sind und hat sich dahinter Schild gelegt. Da ist er, hast du gesehen? Ja. Alter, ist das ja, das ist natürlich prima. So, wir können jetzt auch aus seiner Killcam sehen. Also er wusste genau, okay, ich lag auch sehr offensiv, muss man sagen. Aber was bei der Map, was man auf jeden Fall sagen muss, bei der Map ist so, also jede Map hat unterschiedliche Eingänge. Und wir können jetzt eigentlich rein theoretisch die Fenster zukleistern. Und dann kann man dann weißt du, was ich krass finde? Nee. Wir haben so viele Karten gestern gespielt und das ist jetzt schon wieder eine neue, ne? Die haben wir auch noch nicht einmal gehabt. Ja, es gibt ja 15 Maps, glaube ich. 12 oder 15 Maps. Es gibt unter anderem sogar ein Flugzeug, wo Terroristen drin sind und was du dann stürmen musst. Da kannst du dann über die Flügel klettern, also das ist mega geil. So, wir können jetzt auch, wenn wir die Taste 5 drücken, können wir die Ansichten durchskippen, denn Ben hat es gerade eben erwischt. Es sind jetzt 2-2, das heißt, wenn jetzt... 2-1, jetzt wird es spannend, Leute. Wir holen uns die Runde. Es gibt insgesamt 3 Runden. Ja, die Runden sind immer sehr spannend, muss man sagen.
Ja, ich würd auch mal gerne so ein Rainbow Six Special Event machen. Ja. Ne? Ich glaube, wenn wir hier alle so sitzen würden und wir würden das alle zocken, wir würden das voll abgehen. Das war genau wie bei Star Wars Battlefront. Ne? Ja. Man hat sich voll drauf gefreut. Und dann wobei das hier noch drauf. Krasser ist als Battlefront. Ja, klar. Das Erlebnis ist halt natürlich viel krasser, weil du halt überhaupt nicht irgendwo mit rechnest, wo zum Beispiel dann eine Wand gesprengt wird oder so, weißt du? Ja. Dann kommen die alle durchgestürmt. Also, liebes Ubisoft und liebe Zuschauer, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch irgendwann mal ja, so ein Special-Ding wünschen würdet. Und Yo, nice! Sauber! Dann würden wir nochmal ein paar Leute hier einladen und eine kleine LAN-Party machen, wenn ihr es denn wünscht und irgendwann mal. Also kein Termin, nix. Wir könnten gucken. Ja? Auf jeden Fall könnte man da echt eine Menge rausholen aus dem Gameplay, ja. Weil Battlefront ist natürlich absolut casual. Du läufst da durch, hier und da und so, aber... Ey, stell dir mal vor, du sitzt hier mit deinen Mates und sprichst dich so live ab, was du machen musst, Alter. Wie geil das ist. So. Okay, jetzt guck mal, diese jetzt Klasse, kann ich den Blitz halt nehmen. Genau, wir sind jetzt Angreifer. Jetzt könnt ihr das ja mal ausprobieren. Ihr könnt ja, dass der Dennis vorgeht zum Beispiel und du dann hinten dran, so weißt du. Und als richtiger, waschechter Deutscher steht natürlich auf meinem Schild. Polizei. Ich habe Polizei. Kennst du den Song? Ja. Sing mal, das ist diese Flashbang-Dings. Ja, ne? Du hast, also der Dennis hat hier vorne diese Flashbang-Dinger dran. Und dann breche ich mit meiner Granate dann halt die Wand durch. Ja, du kannst die Wand durchbrechen, dann zack, ne, Wand explodiert und dann geht Dennis vor und du dann dahinter. Boah. So könnt ihr das doch machen. Oder genau, und das Ding ist, wir haben jetzt 1-0 und wir fahren jetzt mit R2-D2 rum, also mit dieser In der Vorbereitungsphase geht es halt immer so darum, das Ziel ausfindig zu machen, ne? Also ihr müsst halt gucken, wo die Geisel zum Beispiel ist oder wo die Bombe ist, damit ihr auch wisst, in welchem Raum ihr müsst. So, dann fährt man nämlich hier unten durch, ja, durch so einen Schacht. Ja, und ich fahre direkt hinterher. Und wenn man das nicht schafft, ey, das kann echt zum Nachteil werden. Genau. Und man kann dann die Gegner markieren. Wir suchen jetzt auch gerade die Bombe, richtig? Also sind zwei Bomben, ne? Wahrscheinlich, ja. Ja, so, im Keller ist auf jeden Fall nichts in dem Haus hier. Das ist halt schon echt krass, eine Minute, ne, um das Ziel ausfindig zu machen. Also muss man sich auch schon in der Runde absprechen, wo man denn hinfährt mit der Kamera, ne? So, wir sind nämlich schon am Arsch. Und du bist jetzt mal hinten bei den Containern. Wir haben noch was zu essen gesucht heute. So, das Problem ist, wir haben jetzt keine Ahnung, wo die Bombe sind. Ja, im ersten Stock ist ein Gegner. Ja, ich würde sagen, ist wahrscheinlich im ersten Stock. Ja, ja. Auf jeden Fall. So, guck mal, wie geil, Alter. So, da hast du nämlich mittlere Maustaste, da hast du halt diese Blendgranate, ne? Okay, was? Achso. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt. Du hast fünfmal diese Blendgranate. Siehst du, das sind halt. Okay. Das ist halt so. Hinlegen, funktioniert. Okay, ich guck gerade einfach mal. Okay, man kann sich ducken, damit er nicht auf die Füße schießen kann. Okay, gut. Ich laufe jetzt einfach hinter dir, ne? Man kann jetzt aber auch nicht allzu schnell rennen, weil das Problem ist. Nee, sag. Hä? Nee. Dann passiert genau das, was ich gerade sage. Der kommt da von hinten, ey. Nein, das war ein Teammate. Ja, aber hier links war einer, Dennis, guck. Hier bei uns. Boah, Alter, die kommen ja alle raus. Was ist denn hier los? What the fuck? Was war das? Hä? Der Ben ist der letzte Überlebende. Hä, wie haben die das denn gemacht? Der hat ja die Map voll kennen müssen. Ich hab keine Ahnung, was hier los ist, aber irgendwie... Cool, der wusste genau, wo ihr spawnt. Ja, eben bin ich hier gerade. Ja, Mann! Oh. Ja, ich habe ihn noch mitgenommen, aber ein anderer hat mich dann geholt. Also, die sind da alle durchgekommen. Boah. Ja, komplettes Team, ne? Die haben alle zusammen agiert. Aber die wussten genau, wo ihr spawnt. Ne? Aber das hebelt doch komplett die Spielmechanik aus. Nee, das ist ja halt taktisch klug. Nee, das ist taktisch Müll eigentlich. Weil eigentlich. Aber ich frag mich, wie die so schnell da hinkommen konnten. Nee, eigentlich finde ich es ja cool, wenn man das verteidigt und man deckt die Eingänge ab. Und jetzt ist es so. Die sind da gar nicht respawned. Die rushen auf einen und dann so. Ja, klar. Also da kann ich auch irgendeinen anderen Shooter spielen, ne? Ja. Ist jetzt nicht so gerade pralle gewesen. Hard to find, ja. Achso, es war schwer für ihn. Ne, hä? Also unser Teammate mal sagt, es war hart, Hey, kannst du aussuchen, ne? Die draußen zu finden. Kannst du nicht. Nee. Aber wir nehmen natürlich GSG9, ja. Macht auf jeden Fall Spaß, das Spiel, aber wie gesagt, man braucht dafür unbedingt ein gutes Headset, beziehungsweise gar nicht ein gutes Headset, sondern ein Headset generell oder Sound. Mit Boxen ist es auch schon sehr gefährlich, weil man muss ja mit die Steps hören, der Gegner. So, man sieht jetzt hier, der reißt das Fenster ein, ja, weil er nämlich die Gegner sehen will. Mhm. Aber wir können jetzt so unter anderem das hier machen, was er gemacht hat. Wir könnten jetzt rein theoretisch hier hingehen und diese Tür hier zupfeffern. Aber das mache ich jetzt nicht, weil ich ja meine eigenen Teammates nicht aussperren will. Aber wir können das einfach mal hier machen, ganz kurz. Genau, hier sehen wir jetzt gerade die Kamera, die wir dann auch abschießen können, wenn die hier hochkommen. Da kommt ja schon was gesehen. Wir wissen natürlich jetzt, dass wir hier oben sind. So, 15 Sekunden. Wir zimmern hier mal alles zu gerade einfach. Aber unsere Teammates sind dann draußen. Okay, Enemies found the bomb, also die wissen, wo wir sind. Also Bombe B haben sie gefunden, nachher jetzt beide. Ja. Okay. Okay, und A auch, ja. Soll ich mich einfach am Schreibtisch setzen und warten, bis sie kommen? Guck mal, das Bild da hinten. Boah. Schön. Irgendwo muss man sich jetzt hier verstecken, auf jeden Fall. Gucken mal, dass sie dann hier rauskommen vielleicht oder irgendwas. So. Die vorne hochkommen, also sie sind auf jeden Fall gut dabei, ne? Okay, wir haben gerade eine Shotgun, man kann dann auch dementsprechend seine Waffe auswählen. Legt da mal einen Sprengkörper hin, falls da einer kommt. Mhm. Allerdings fand ich den ein bisschen blöd platziert. Mhm.
Weil wenn du da ankommst, dann siehst du das ja. Genau, ja, man das, ne? Kann jetzt auch, wie gesagt, man kann verschiedene Sachen hinlegen. Wir können jetzt auch eine Kamera benutzen und die rumfahren lassen, um zu gucken, wo die Gegner herkommen und so weiter. Also muss man besser echt so, ne? Genau, ja, so im Team gut spielen. Weil wir haben jetzt logischerweise überhaupt keine Absprache mit den anderen Spielern. Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein komplettes Multiplayer-Game. Also ich finde, solche Spiele sollte man auch nur mit Freunden ja und dann halt am besten zu viert oder fünft spielen, dass man dann halt die Kontrolle über alles hat, was man macht. Ja, und alleine ist es eher eine Glückssache, oder? Ja. So, da geht's schon rund. Okay, die kommen, die kommen. Geh am besten ein bisschen zurück. Lass die gleich kommen. Warte, warte, warte. Hast du schon gesprengt? Nee, nee. Spreng mal. Warte, warte. Denk dran, der braucht ein bisschen, ne? Ich hab da einen, da salzt sich einer ab. Okay, soll ich sprengen? Was meinst du? Mach mal. Ja, spreng! Mach einfach. Spreng! Ansonsten ich hab einen gehittet. Durch. Ich glaub, der hat die Dinge schon kaputt gemacht. Ach ne, echt jetzt? Ist ja scheiße. Aber ihr habt das gerade gut im... Ich hab einen gerade mega gehittet. Boah, da hinten die Pumpgun, ja. Da hast du natürlich keine Chance, ne? Der ist ganz am Ende des Ganges, Bronze. Meinst du, der sieht mich hier? Ja, das war natürlich jetzt sehr schlau hier. Was hat der denn gemacht? Aber ja, die haben auch schon Visier und alles, ne? Das haben wir ja noch nicht. Okay, die kommen jetzt da rein, warte. Boah, Alter, guck mal, wie die Wand da durchgepfeffert wurde, ey. Ja. Sieht so krass aus. Pass auf, ne? Da ist er! Hol dir! Du Aiming aus der Hölle, Alter! Er sprayt da rein! Aiming aus der Hölle, Alter! Das gibt's. Hast du ihn erwischt? Ja, ich habe ihn einmal, zweimal getroffen. Das ist auch eine P90 hier. Alter! Alter, der ist... Ja, Mann! Ja, nice! Da war noch einer, da war noch einer. Ja, da sind noch vier. Der ist links Ben, rein. Ben ist ganz alleine mit sich. Oh, scheiße, Leben. Mann, ich muss hier raus, Freunde. Spring nicht da durch. Was machst du denn da? Ja, was, du durch, Alter. Was machst du da? Ich muss hier raus. Was? Voll die Special-Einheit, weißt du, ja, bewahrt Ruhe, ey. Ja, toll, ich sperrst du das Ding ab. Ja, die blenden gerade, ne? Die okay, entschärfen. Wow. Boah, der zimmert da auch rein, Alter. Ja. Wer das überleben, der Überlebenskampf hier. Okay, jetzt mach ich Rush hier. Ja. Hilft alles nix. Ja. Drei. 2, 1, die haben Schild! Schade. Ach, guck mal, der hat sein Blendding rausgeballert. Ja, ja, ne? Genau. Der hat mich komplett geblendet. So, gerade. Aber ich tausche jetzt mal. Der Curry kann jetzt mal auf meinen Posten gehen. Okay. Ja, der kann jetzt mal für mich spielen. Ein Rundchen machen wir, also ein Match machen wir noch. Oh. Ganz spontan hier. Mhm. Er macht auf jeden Fall echt diese Runden sind echt mega spannend. Ja. Ne? Und das ist ja einfach echt krass, was die da halt rausgeholt haben aus so einem taktischen Shooter hier. So, warte mal. Genau, jetzt bin ich hier wieder Ash, ne? So, alles ich klar. Hab mal dem Curry das Mikro hin. Ich hab mal dem Curry schön das Mikro hin, damit er den auch hört. Das ist nett von dir, dankeschön. So, der Ben, ich kommentiere das jetzt einfach mal. Wie ein E-Sportler. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute zu dem internationalen Rainbow Six Event bei Science of Gaming. Mit in der linken Ecke El Brontos und in der rechten Ecke El 10 Uhr Curry. Und wir sind heute im Orange Team und werden in Orange County eine Runde Rainbow Six zocken und wir bereiten uns gerade in der Vorbereitungsphase vor und okay, fahren in den ersten Stock. Der Curry ist völlig konzentriert, Call of Duty. Bis sonst was. Und die Schweißperlen rutschen. Der Ben fährt einfach gegen die Wand und ja, das Team bereitet sich gerade vor, um die Gegner zu finden. Ich weiß nicht, ob eine Bombe gesucht wird. Ach, und hallo, da haben wir schon einen beim Curry hier auf dem Bildschirm und da haben sie Stacheldraht auf dem Boden gelegt. Ach, guck, was ich gefunden habe, ja, hier. Erster Stock oder im Keller? Nee, unten im Bombe Keller. A. Ach, du und Scheiße, da haben sie echt dann auch Sprengplatzierungen auf dem Boden platziert. Das heißt, wenn man durchläuft, dann fliegt einem alles um die Ohren. Also richtig, richtig heikles Thema hier. Oh, und Curry ja, markiert ja nochmal die Gegner und da sieht man erst, wo wurde er eliminiert. Ben ist noch unterwegs, er hat einen Fußfetisch, also er filmt die ganze Zeit die Füße. Und er rollt da jetzt, keep me rolling. Er fällt jetzt unten durch und yeah, ist in der Dusche. Seife liegt da leider nicht. So, schade. Und die Vorbereitungsphase ist vorbei. Jetzt beginnen die Angreifer und, Entschuldigung, du bist jetzt ein Angreifer, Curry, genau. Ich bin Angreifer. Genau, Ben, denk ja dran, du hast nicht das Schild mehr. Oh, nee, ich habe eine andere Klasse genommen. Okay, warum? Okay, was hast du denn jetzt genommen? Ich wollte gerade nicht mit dem Schild spielen, weiß ich nicht. Weil irgendwie ist der voll langsam, der Typ. Okay, hier durchbrechen ist natürlich Schwachsinn. Okay, wir müssen auf jeden Fall, wir können von hinten in den Keller rein irgendwie, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin spotted, Vorsicht, Vorsicht. Ja, die haben Kameras angezapft, die man dann rot markiert auf der Karte sehen kann, beziehungsweise... Ah, okay, Bronze, guck mal, du hast den Entschärfungskoffer, siehst du? Ja, ja, okay. Also aber wenn ein wichtiges Mitglied in der Gruppe... Sehr wichtig, aber hier bringt halt nichts, wenn wir die ganze Zeit gespottet werden. Wenn er natürlich die Bombe fallen lässt, kann ein Team mit aufheben. Boah, wir werden müssen hier weg. Was ist das, eine Bank oder was? Wo sind die Kameras, ist die Frage. Keine Ahnung. Okay, jetzt kann man mit Nahkampf, kann man ganz gut beim Kevin gerade sehen und beim Ben auch. Hier kann man die Wand durchbrechen, man braucht nicht unbedingt einen Sprengsatz. Okay, Ben, vorsichtig. Es sei denn, man hat da was... So, okay, wenn man ist, sag Bescheid, dann hau ich da voll einen rein, hier die Granate. Kann man hier durch, oder was? Nee, das ist Zement. Da kommst du nicht oder durch, oder? Oder ist das eine Fahrstuhltür, die ausgehebelt ist? Hä, hey, da kannst du doch durch. Komm, Curry, komm durch. Jetzt springt er den Ben weg.
Wow, mega sprengen. Lauf einfach okay. Zu. Hier, komm. Boah, aber das sieht grafisch richtig schick aus. Ja, ich find's gar nicht mal so scheiße. Okay, Ben, warte. Lass mich. Okay, wir gehen gerade vor. Wir müssten eigentlich mal hier uns durch eine Wand sprengen. Ja, das aussieht, wie die hier lang sneaken, ne? Das ist echt. Okay, wir müssen irgendwo nach unten. Also die Atmosphäre 1A, liebes Ubisoft-Team, habt ihr richtig gut umgesetzt. Und es sollen immer mehr DLCs, also beziehungsweise Maps, nachgeschoben werden, damit das Spiel auch ja nicht langweilig wird. Könnte ein interessantes Langzeitprojekt werden. Okay, hier geht die Treppe aber nicht runter. Guck mal, so, wir lösen hier, oder? Natürlich gleich noch auf. Für alle Freunde da, die gerade den Livestream gucken, wenn ihr dieses Video später guckt. Warte kurz, Ben. Wir gucken natürlich gleich noch die Bewertung von Rainbow Six und bist du bei mir, Ben? Ja, ja. Okay, warte kurz, ich okay, hier geht's runter. Ab im Keller, ne? So, der Curry ist gerade im Keller und wurde direkt eliminiert, also das bedeutet, dass im Keller jemand ist. Okay. Okay, um die Kurve vorsichtig, können Ben. Wir noch, um die Kurve vielleicht. Vorsichtig. Oh. Sollen wir da durchbrechen? Ben? Ja, soll ich machen, oder was? Nein, lass mich. Das ist Schwachsinn. Das ist Verschwendung, was du gerade machst. So, der Curry heftet da erstmal. Hast du eine Nate oder sowas? Ja, ich habe meine fetten Granatenwerfer. Den hau ich da gleich rein. Okay, geh hier stehen, wo ich stehe. Du musst den nämlich nach da schießen. Ja? Okay. Du ballerst den direkt raus, ja? Okay, go. 5 gegen 4. 2, 1, Sprengung. Wo? Baller einfach da hinten. Tschüss, Curry. Giftgas. Oh, Giftgas. Raus da. Boah, krass. Giftgas. Wir müssen eben abwarten. Da hat einer aber viel Curry gegessen. So. Giftgas bedeutet natürlich, Gegner sitzt da, da muss man ganz lange. Okay, die Wand hier ist verstärkt. Da können wir durchbringen. Ben, hier, guck mal, die Tür da, wo das rot ist, dieser rote Strich, da musst du gleich mal reinballern, ja? Noch nicht. Okay. Soll ich die wegsprengen, die Tür? Wow. Alter, der ist direkt links. Nee. Direkt links. Oh nein! Oh, ich habe ihn nicht gesehen! Ah, der hat uns erwartet. Wie unglücklich. Ja, ich habe ihn leider nicht gesehen, auf jeden Fall. Der war so richtig irgendwie angepasst an der Wand. 1 gegen 2. Gut getan, okay, quasi, ey. Boah. Was der schon für eine Mega-Waffe hat von uns, ne? Ja, 2-1 steht's gerade. Der Glatz. Ja, der muss natürlich jetzt... Wie heißt der? Der Glatz. Glass. Glass. Aber nicht schon mal mit dem Spiel. Ach, der soll heißt die Klasse. Ja. Ich dachte, der Typ ist... Okay. Einer gegen 4. Einen haben wir noch. Ein Special Operator. Ja, gut, der hat natürlich jetzt das Problem, der muss auch das Entschärfer-Kit holen, ne? Ja. Ihm läuft die Zeit davon noch 28 Sekunden, wie wir da oben lesen shit, können. Shit. Dramatische Zuspitzung hier bei Rainbow Six. Kann das Team hier noch die Kurve kriegen? Eher unwahrscheinlich. Ein Gegner, 4 Gegner leben noch und ein Stoßtrupp hier am Start. Der dann natürlich 16 Sekunden, 15 Sekunden Zeit noch hat, das hier zu retten, aber das wird sehr un... was? Ich verstehe nicht, was der da oben macht. Also wir wussten ja von... gerade die Buchse voll. Ja, wir wussten ja von Anfang an, dass die Bombe da unten ist. Ja. Jo. Und Round 4 lost. Schade, ey. Ja, shit. Auf jeden Fall Rainbow Six Siege. Sehr spannend. Wir können ja mal ganz kurz gucken, wie die Leute, ja bitte schön, Gavin, wie die Leute das bewerten. Da wechseln wir nochmal die Plätze. Ja, natürlich. Ihr könnt jetzt live eure Voting-Ergebnisse abgeben, auch wenn ihr dieses Video später schaut. Einfach auf playnation.de gehen und ganz, ganz bequem bewerten. Jawohl. Ja, Lost, wie gesagt, also 3 sagen, Runden insgesamt. Wirklich sehr, sehr krass, das Spiel. Und finde ich, macht mir, also mir selber macht es auch unheimlich viel Spaß. Ich gucke jetzt erstmal Just Cause natürlich, da wollen wir die Bewertung wissen. Wenn man sich dann nochmal ein bisschen mit den Operatoren auseinandersetzt und alles, was da überhaupt für Möglichkeiten dahinter stecken, dann ist da echt, glaube ich, noch mehr Potenzial und Raum nach oben auf jeden Fall. Okay, kurzes Fazit zu Rainbow Six Siege von euch jetzt, meine Herren. Also, ich beginne ganz kurz, damit ich schon mal weg bin. Rainbow Six Siege ist meiner Meinung nach ein wirklich krasser Taktik-Shooter, der es mit CSGO aufnehmen kann. Grafisch, spielerisch und vor allem motivationsmäßig. Das macht unheimlich viel Spaß. Bei CSGO hat man ja dieses Ranked-Up-System, man will immer besser werden. Global Dings und alles. Gibt's hier auch, ne? Ja, du hast ja auch Ränge, ne? Genau. Also ab Rang 20 kannst du dann auch Ranglisten-Matches machen. Ja, und dann wirst du auch mit anderen Leuten deiner Stärke zusammenkommen. Genau, ja. Also es wird immer schwieriger. Was man auf jeden Fall braucht, ist, wie wir gelernt haben, ein richtig gutes, solides Team, welches sich dann auf einem Teamspeak oder Skype-Server oder sonstiges absprechen kann. Ich weiß gar nicht, gibt's einen Ingame-Voice-Chat bestimmt? Ja, gibt's. Ja. So, auf jeden Fall von mir persönlich 4 von 5 auf jeden Fall schon gerechtfertigt. Ja. Es gibt einen Abzug für mich, und zwar haben wir gestern gespielt und wir hatten teilweise echt Probleme, in eine Lobby zu kommen. Das war ein bisschen ärgerlich. Mhm. Ne? Zu 5. Zu 2 gerade 0 Problem, aber umso mehr Leute, umso schwieriger wurde es irgendwie. Ja, und woran das letztendlich lag, weiß man nicht. Ne? Das war halt komisch. Ja. Und ich finde es grafisch ist okay, aber da hätte man einiges mehr rausholen können. Mhm. Aber motivationsmäßig ganz, ganz weit oben und der Wiederspielwert auch sehr hoch. Ja, Wiederspielwert. Also selbst wenn man die Karten kennt, du hast ja jedes Mal andere Sachen, die man angehen kann. Ne? Ja. Wie man negativer die Map angeht. Punkt ist für mich noch, man braucht
zwingend ein Team. Man braucht es ja, einfach. So eigentlich schon. Ja. Also es macht auch Bock, wenn man jetzt zu zweit oder sowas spielt, aber halt um da richtig was zu reißen oder so. Es ist kein Singleplayer-Game. Es ist nicht auf Singleplayer ausgelegt. Das ist es halt. Ne? Ja. Das ist immer, muss man klar differenzieren. Ja. Wir haben hier gerade Just Cause gesehen, absolut Singleplayer-Game und jetzt das absolute Gegenteil. Ne? Also für alle, die das Video jetzt einfach auf YouTube gucken oder so, Just Cause haben wir natürlich auch noch getestet. Könnt ihr euch angucken. Alles für euch da. Ne? Ja. So, Ben, dein Fazit ganz kurz zu Rainbow Six? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es einer der interessantesten Shooter ist, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Ja. Weil einfach dieses strategische Gameplay, was man in eher selten halt in Spielen gesehen hat, in jüngster Zeit, sehr viel Potenzial hat, ne? Und sehr viel Spaß machen könnte, wenn man einen Full Squad hat. Und auch diese ganzen unterschiedlichen Möglichkeiten. Also wie gesagt, wir haben dann irgendwie 4 oder 5 Spezialeinheiten, dann haben wir noch die ganzen Operators. Das heißt, diese Vielfalt ist so hoch, dass jedes Match wahrscheinlich einen ganz eigenen Match dann darstellt. Ne? Ja. Egal wie du spielst, du kannst dir da Taktiken ausdenken, du kannst dein eigenes Gameplay da durchziehen und ich glaube, ja, das ist echt, weiß ich nicht, ob das vielleicht E-Sports-Charakter hätte. Schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Monaten so entwickelt. Aber es ist auf jeden Fall das Potenzial auch für E-Sports da. Ja. Und unser sollen ja auch noch neue Karten jetzt immer mal wieder dazukommen, per DLC. Abwechslungsreiche Karten, also wie gesagt, du hast ja jetzt schon 15, viele Waffen, ne? Viele Gegenstände. Ja, unser Fachredakteur Kevin Dr. Professen. Professen. Nee, also ich stimme euch da auf jeden Fall zu. Also ich habe mich ja sehr lange auf dieses Game gefreut und bin ja sowieso eher ein Freund von Koop-Spielen, auch Assassin's Creed damals, wo wir dann rumgerannt sind. Also macht auf jeden Fall mega Laune. Wie gesagt, Full-Team ist auf jeden Fall das Beste, was man machen kann. Was denn? Wie Kevin da so in der Mitte sitzt, sieht cool aus, ey. So. Ja. Also Ben, deine Wertung von 5 Punkten? Boah, ich würde fast schon sagen 5 von 5, ey. Das ist aber krass. 5 von 5 ist krass, ne? Das ist Top-Wertung. Genau, also für mich ist halt, es gibt immer zwei Sachen, die für mich immer ganz entscheidend sind. Das ist zum einen eine Story. Wenn ein Spiel eine sehr, sehr gute Story hat, ist das für mich immer ganz weit oben. Oder alternativ ein Gameplay, was halt motivierend auf lange Zeit ist, so Langzeitmotivationen. Ich glaube, dass das halt bei Siege der Fall sein könnte. Ja. Ich würde auch 5 von 5 geben, übrigens. Aber nur natürlich der Ersteindruck. Also spielerisch würde ich sagen 5 von 5. Ja. Grafisch, technisch? Ja, grafisch so 3,5 so. Technisch wahrscheinlich eine 4, aber insgesamt, ja, ne, 4,5 bis 5, so ist okay. Jetzt auch gesagt, Freunde, das kriegen wir hin. Und ihr könnt jetzt auch abstimmen. Und wie gesagt, 266 Leute haben unabhängig von euch gesagt 4 von 5, ja. Rainbow Six Siege. Was haben wir denn hier? Noch eine Version von Battlefront rum? Genau, wir haben noch eine Version von Battlefront. Wir hatten ja noch einen Gewinner, glaube ich, oder? Ja, wir haben noch einen Gewinner und zwar, darf ich den Namen sagen? Ja. Ja. Bitte sag den Vornamen und den Nachnamen mit nur den ersten Buchstaben. Katharina D. Okay. Katharina D., du bekommst von uns eine Mail. Bitte schick uns deine Adresse zu, oder die haben wir vielleicht schon. Und du bekommst dann, wir haben alles von ihr. Ja. Wenn du möchtest, unterschreiben wir dir die Packung gerne noch alle. Das ist auch schön, ne? Und wir hauen die gegen Curry. Oder wenn du sagst, interessiert mich gar nicht, ich will einfach nur den blöden Key haben, dann schicken wir dir auch gerne den Key zu. Deswegen benachrichtige uns einfach, dann machen wir das. Was denn? Vielen Dank, liebe Regie und Redaktion. Ja, danke. Klar. So, 268 Leute, also nach und nach. Wir machen jetzt gleich noch eine Runde Battle Beef. Da wird es richtig interessant. Oh. Und liebe Community, ihr seid jetzt gefragt, welche Strafe sollten wir uns einfallen lassen für den nächsten Verlierer? Wir spielen gleich Street Fighter 4 oder 6. 4 oder 6? Ja, 6. Ja. 4. Ja, 4. Wir spielen Street Fighter Ultra 4. Ich weiß, ich kenne mich im Street Fighter-Universum tatsächlich nicht aus. Es gibt Super 4, es gibt Ultra 4, es gibt Hyper 4. Ja? Ja. Extrem. Nee, aber es gibt ein paar Street Fighter 4 und das 1 spielen wir gleich davon. Und der Curry, der wird gleich nebenbei nochmal, glaube ich, bei Twitch ein bisschen gucken, die Fragen, ne? Dass wir vielleicht nochmal gucken, was wir dann als Bestrafung machen können, ne? Könnte. Genau, und die Bestrafung gibt es dann nächste Woche. Nächste Woche werden wir dann bei Science of Gaming für alle Gaming-Freunde da draußen auch über die Game Award 2015 berichten. Die finden jetzt auch die Tage statt. Live vom Boden-Teppich. Ja, das wäre cool. Da ist unter anderem der Kiefer Sutherland. Der Kiefer, ey. Von 24 unter anderem. Boah. Der ist da. Dann ist da auch. Was macht der denn da? Ich hab den Namen vergessen. Wer war das denn nochmal? Auf jeden Fall. Geil. Patrick, kannst du mal kurz auf meinen Rechner schauen? Auf jeden Fall. Sehr schön. Das ist Mad Dog. Die Bilder sind immer wunderschön. Das ist schön, ey. Die ihr raussucht, Leute. Das sind. Was ist das denn? Sticky Rider! Ben Bronze mit dem Sticky Rider. Wie geil ist das denn, Alter? Das ist mega, Leute. Ey.
Die Mähne, Alter. Wie der Wind weht. Weißt cool, Corbin. Ey. Ja, jetzt gibt's kurze Werbung. Wir gehen rüber in den Konsumbereich. Oh, dann spielen wir es nicht weiter. Ihr müsst eure Kommentare abgeben, welche Bestrafung soll es geben. Und wir beginnen mit den Verlosungen für das Gewinnspiel. Also wir verraten euch, was ihr tun müsst. Bleibt dran. Es sind nur 90 Sekunden. Und lehnt euch zurück. Ja, habt einen schönen Abend noch mit uns. Und Hashtag SOG, da könnt ihr alles posten. Tralala. Bewertet noch Just Cause 3 und Rainbow Six auf unseren Seiten, Seite. Und noch ein kleines relevantes Infochen am Rande, kurz bevor wir Werbung machen. Was denn? Unsere Freunde von PlayMassive.de haben zurzeit einen riesen MMO-Gewinnspiel am Start. Da gibt es auch Tolles abzugreifen. Da könnt ihr jetzt auch mal gerade in den 90 Sekunden ganz schnell vorbeisurfen. Genau. Jeden Sonntag immer neue Sachen am Start, irgendwie bis mehrere hundert Euro wert. Also das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Also wer was Tolles noch haben möchte, zusätzlich zu unseren Gewinnspielen, ab die Post. So, wir sehen uns in 90 Sekunden wieder im Konsumbereich. Bleibt dran! Schmeckt das? Habe ich einen Frosch. Ein Riga. Schlumpf. Ja. Wann ist das? Das sieht aus. Das sieht aus wie ein. Sieht Zwerg. Aus wie ein Schlumpf. Nee, das ist kein Schlumpf. Okay. 90 Sekunden Werbung sind echt wenig. Cory, hast du Zugriff auf Twitch gerade? Nee, wir haben doch noch Werbung jetzt. Echt? Haben wir? Ja. Hä? Wieso? Nee, kommst du da raus? Nee? Warte, haben wir nicht mehr Werbung oder was? Okay. Doch, ich hab Zugriff auf Twitch, glaube ich. Genau, dann kannst du ja gleich mal gucken, was wir als Bestrafung machen sollen. Vielleicht habt ihr ein paar gute Ideen, Freunde. Ich hab gleich Zugriff auf Twitch. Jo, Ben, was machen wir denn hier? Ja, wir machen jetzt Spieler vs. Spieler. So. Dann machen wir mal ein schönes Game, oder? Wollt ihr euch da jetzt zusammenschlagen, oder was? Ja, ey. Das ist ja schon unsere alte Battlebeef-Tradition hier. Okay. Science, hochwertige Science. Was ist das denn da, Hakan? Warte, ich kann mich nicht bewegen. Drücken Sie und jetzt das? Ja, cool. Okay, ja, wir spielen heute Street Fighter 4. Genau. Ultra Street Fighter 4. Da gab es ja immer mal wieder ein paar Updates, immer mehr Kämpfer, je nach neuerer Version. Weißt du, wann das rausgekommen ist? Das ist schon ein bisschen älter. Okay. 2-3 Jahre, glaube ich, auf jeden Fall. Genau, wir müssen auf jeden Fall die Tage nochmal Mortal Kombat spielen, das war so lustig. Ja, ja, machen wir. So ein Revanche Mortal Kombat. Also wir nehmen natürlich den legendären hier. Boah, Ryu, oder? Ja. Hadouken! Da muss ich ja eigentlich den Ken nehmen, ne, als Standardformation hier. Immer den Ken. Oder wen gibt's denn noch? Wo ist denn die Barbie? El Fuerte. Ja, nimm El Fuerte. Okay, komm. Also sagen wir dann gleich nochmal Bescheid. Ey, warte, ich hab den. Ey, das ist doch der Bronzebeard hier. Ey, La Paloma Blanca, ja. Na, ich bin geil, Mann, guck mal. Okay. geile Frisur, ne? Okay. Sonic Hurricane, ja. Okay, go. Okay, ja, ich kenne die ganzen Tricks gar nicht mehr. Leider keinen Sound gerade. Hast du früher mal Star Wars? Ja, das ist doch hier die ganze Kombo-Scheiße und sowas, ne? Ich meine, Street Fighter 2 gespielt auf dem Super Nintendo. Nein. Boah, das war geil. Guck dir mal die Karte an. Boah. Wollen wir Airfield nehmen? Hammer, ja klar. Machen wir Airfield. Airfield, da sind wir nochmal zu Hause gewesen in DayZ. Ja, liebe Regie, können wir ein bisschen Sound haben? Ja, cool. Der Curry hat jetzt sogar echt nochmal Zugriff hier auf den Chat. Ja, also ihr postet jetzt Bestrafungen, liebe Freunde, ja. Aber Wackelpudding in meinem Kopf. Warte, Ben. Okay. Erstmal kurz gucken. Guck mal. Machen wir jetzt nur eine Runde oder machen wir Best of 3 in Best of 3? Wir machen Best of 3 in Best of 3. Was hast du da bitte für eine Frisur? Das heißt, wir müssen jetzt insgesamt mit 3 verschiedenen Charakteren spielen und 2 davon gewinnen. Okay. Curry ist der Schiri, der sagt, wenn es losgeht. Mach einmal kurz Ready to Rumble. Okay, so. Genau.
Ready to Rumble? Achso. Okay. Meine Damen und Herren, wir fangen jetzt an zu schoben. In der linken Ecke Ryu als Herr Mafuyu. Und in der rechten Ecke der geile Bunze. Ich würde sagen, der Kampf beginnt. Okay. Wollt ihr jetzt schon kämpfen? Ja. Hey, warte, was war das? Was war das denn? Keine Ahnung, ey. Denk dran, ihr habt die Kombo-Dinger und sowas. Ich hab nur keine Ahnung, wie die funktionieren. Ich auch nicht. Okay, ich auch nicht, aber es läuft alles. Alter! Boah, Alter! Jemand hat vor. Die Misha 0007 hat mit Gürtelschlagen als Bestrafung. Boah, Alter! Der macht mir hier platt! Okay, Freunde. Boah. Ich bin jetzt geil. Was? Ey, du machst echt wieder die ganze Zeit das Gleiche. Ja, klar. Du bist so ein. Ja, der Bronze. Yeah, baby! Wer immer den gleichen Angriff macht, ne? Alter, warte, wenn du noch einmal runtergehst und den gleichen Angriff machst, stehe ich auf und hau dich persönlich um jetzt. Mach ruhig. Also kannst du mich ruhig hauen, ist kein Problem. Er macht schon wieder den gleichen Angriff. Alter, ist das fair? Das ist nicht fair, Alter. Okay, Freunde, du bist echt nur ein Sportbier. Okay, 0,5 zu 0. Guck mal, immer den hier. Ja, du musst ja irgendwie angreifen. Du hast ja hier nicht so viele Versionen hier, ne? Du kannst nur von oben angreifen, von unten, von der Seite. Wo willst du hin? Keine Ahnung, ne? Komm her. Aber wir haben ja auch super, irgendwelche Superfähigkeiten. Wie können wir die denn einsetzen? Weiß ich nicht, ey. Wie hast du das gemacht? Fanfiction-Vorlegs haben wir schon gehabt. Ja. Da nach hinten, als 3 Sekunden und dann nach vorne ziehen und Punch. Boah! Leute, schlagt euch mal! Jetzt geht's auf! Jetzt geht's richtig los! Ja! Aber Mortal Kombat war irgendwie so, weiß nicht, irgendwie geiler, ne? So vom Gameplay her. Ich weiß auch nicht, ey. Boah, wie du den abgewehrt hast, ey. Alter! Ihr Kanone, ihr geil! Ich bin einfach ultra geil. Ich treff gar nicht, weil er immer nach unten geht. Ey, da steht sogar ultra geil. wie kann man jetzt die Special-Fähigkeit einsetzen? Cool, warte mal. Guck mal hier, warte. Boah, was war das denn? Wie hast du das gemacht? Ja, verrate ich dir doch nicht. Sag mal. Komm her, zeig dir. Nein! Boah. Okay, es steht 1-0 für Ben. Okay, 1-0, ja, nicht schlecht. Was sagen die Leute im Chat? Na, manche Vorschläge sind auf jeden Fall toll. Ja, lies mal vor, was da so für Vorschläge reinkommen, ey. Das lese ich lieber nicht vor, obwohl das dem Ben sicherlich gefallen würde. Hä? Hey, was denn? Springen, ja, dann nee, irgendetwas ins Gesicht. Die Leute wollen relativ oft irgendwas ins Gesicht von euch haben. Charakter ne? wählen. Okay. Ja, 1-0 für Michel, ist ja krass. Den Fuß von den anderen ablecken. Ah, Alter. Da kannst du Dennis direkt einweisen ins Krankenhaus. Ich hab keinen Hunger auf Schmalzer Käse. Evil Ryu, Alter, kenn ich ja gar nicht. Echt jetzt? Nice, Mann, den mach ich jetzt. Sockentee. Leute, was können wir mal aufwarten. Der Gewinner darf den Verlierer schminken. Ja! Von Schrammi 12. Aber nicht heute, ne? Wann denn? Schrammi 12. Ja, nächste Episode. Also jetzt aber beschlossen, oder was? Nee, das ist noch nicht beschlossen. Das kommt in die engere Auswahl. Okay. Gewinner darf den anderen schminken, alles klar, von Schrommi. Ich grüße den, der Killer X. Der Killer X. Hakan, liebe Grüße. Okay. Curry der Lustbolzen, was? Boah, guck mal, ich brenne. Du brennst vor Geilheit. Guck mal, ich hab in der Mitte, ich hab kein Herz mehr. Boah. Alter. Geh jetzt aber. Ah, schieß. Boah. Ey, wieder nur. Was machst Alter. Du? Das machen wir nur bei FIFA. Ich dreh mich, Alter. Ey, das gibt's nicht. Lol. Okay. Hast du noch ein paar gute Vorschläge, Curry? Hau raus. Ja, das ist ein bisschen schwierig, die richtigen Vorschläge oder die guten Vorschläge hier rauszusuchen. Weil da gibt's leider nicht allzu viele. Zack! Ne! Boah! Nein! Alter. Dem anderen die Fingernägel Alter, lackieren. Alter. Boah. Flachwitze erzählen, dabei trinken. Okay. Bah! Ein halbes, halbes Glas Spucke vom anderen trinken? Was ist denn los, ey? Das ist ja eine Wissenschaftssinn. Vom Gewinner eine Schelle. Ja, also ihr müsst schon vernünftige Vorschläge hier reinschreiben. Okay, hau mal rein. Geschminken ist es bis jetzt. Boah, Alter, ja, nice. Das finde ich bisher auch ganz gut. In der Luft abgefangen. Jetzt reicht's. Bronze. Nein! Ja! Der schmeißt mich weg. Komm her. Wer ist der Gewinner? Ich bin der Gewinner. Wie machst du das? Von hinten und dann nach vorne ziehen und dann Punch.
Kopf in den Kuchen. Punch ist Faust. Kopf in den Kuchen. Du hast ja drei verschiedene Faustschläge. Einmal rosa Tütü und Gangnam-Style tanzen. Boah, Alter, ich hab keine Chance gegen den Fetten, ey. Er macht wieder seine Standardangriffe. Er macht wieder seine Low-Bob-Standardangriffe. Zwei Chilis essen finde ich auch gut. Boah. Was war das denn, ey? Nee. Ja! Das gibt's nicht. Hä, hey, wie viel steht's eigentlich? 2-0 jetzt, oder was? Nee, wenn ich jetzt gewinne, dann hab ich's. Wann hast du's? Ja. Nee, dann steht 2-0. Ja, dann gibt's ja noch das 3-0. Ja, das könnt ihr rein theoretisch aufholen. Nee, aber das ist ja Best of 3 in 3 ist ja, wenn ich jetzt gewinne, hab ich's gewonnen, weißt du? Kannst ja nicht mehr aufholen dann. Boah, scheiße, hä? Alter! Hab ich dich? Ja, hab ich dich? Ja, du hast mich. Hey, das bist doch du, oder nicht? Du ja, bist ja, doch Hakan. Er hat jetzt eine Runde gewonnen. Achso, du bist jetzt kommt Rio, die oder Entscheidungsrunde, was? Ey. Heilige Scheiße, die finale Runde. Jetzt kommt ein Matchball. Final Fight. Wenn ich jetzt gewinne, warte mal, dann habe ich gewonnen. Und wenn nicht, dann hat Dennis einen Punkt, ne? Ja. Boah, er feuert mir da seinen Johnny rein da. Was? Boah. Also Schwingen war bisher das Beste. Dann gab es noch Chili-Essen. Ja! Boah. Die nächste Sendung mit Borat. Borat an einfach Profi. Ja! Brrrr, Alter. Was war das denn für ein Button-Smashen vom Weizen, Alter? Ey, Hakan ist aber auch scheiße. Ja, Evil Ryu ist einfach der Obershit, Mann. Der Obershit. Ja, Digga, das war's, ne? 2-0. Nee, Moment. 2-0? Nein, warte. Hä? Es stand doch jetzt 1-1. Nein, wir haben jetzt 2-0. Ich habe jetzt zwei Nein, Spiele aber gewonnen. Moment. Bei dem Kamm hatte ich einen Punkt und du hattest einen Punkt. Und jetzt habe ich einen zweiten Punkt geholt. Nee, das ist ja unentschieden. Jetzt habe ich die zweite Runde gewonnen. Nee, Moment. Das ist unentschieden. Du hattest einen Punkt gerade bei dem Match und ich hatte einen Punkt. Ja, ich habe die erste Runde eben gewonnen mit der ersten Figur. Ja, dann mit der zweiten Figur habe ich jetzt auch gewonnen. Nein, bei diesem Match meine ich. Ja, aber bei ich habe alles gewonnen. Hör doch mal zu, bei diesem Match gerade, in dieser Runde, nur diese Runde, hattest du einen Sieg. Und du und ich einen, genau. Ja, also und jetzt habe ich den zweiten Punkt gemacht. Ach, du hattest schon vorher gewonnen. Ja, nein, ich habe jetzt den zweiten Punkt gemacht gerade. In diesem zweiten Match, verstehst du? Ja, das jetzt, meine ich ja. Ja, yeah. Okay, so. So, okay. Und was haben wir denn da so Schönes? Ja, also es gab einmal halt Schminken und dann hat jemand noch geschrieben, eine Chili essen, sonst sind das immer so ein bisschen also das ausziehen, mit der Frauenkleidung Zahnpasta anziehen essen. Ist leider das, was die meisten wollen. Eine Sendung in Frauenkleidung moderieren. Okay, wir überlegen uns was. Aber wir rosa jetzt, Tütü. Wir werden jetzt nochmal zur Feier des Tages ein anderes Spiel spielen, weil wir einfach müssen. Ja, ist das okay. Und ich glaube, das wird ein Ritual bei Science of Gaming. Wir müssen es einfach tun. Hey, eine Runde, Model. Eine Runde. Das ist wirklich das geilste Beat im Abspieler ever. Ich habe wirklich. Letzte Mal hat der Ben den geilsten Spruch ever gebracht. Und die zwar, Tone hatten wir auch schon. Ja. Was hatten wir schon? Ja. Was? Tja, Freunde, ja, nächste Woche spielen wir was anderes im Battle Beef. Frauenkleidung schon wieder, da kommt ständig Frauenkleidung. Was ist denn los mit euch? Also, pass mal auf. Postet doch einfach mal Vorschläge bei Playmaster oder so auf die oder bei Science of Gaming auf die Facebook-Pinwand. Wir haben nämlich auch eine Facebook. Einzelspieler? Bist du doof? Ey, du hast das Einzelspiel, du drückst die ganze Zeit, oder auf? Wie kommen wir denn jetzt zurück? Kreis. Nee, geht nicht. Toll. Das ist oh nee, jetzt hat er mir zwei Spieler. Hör auf, jetzt was zu drücken, ich mach okay. Das. So, Player vs. Player. One vs. One, who? Achso, einfach mal bei Play Massive auf die Pinwand, oder ich glaube, da kann man das besser rausholen, als wenn man das jetzt hier... Genau. Also okay, Ben, vernünftige musst, Vorschläge, bitte. Muss kommen, Ben. Okay. Also nichts irgendwie... Boah, dem ist anderen das, irgendwas ablecken. Was ist das denn für ein Schrank? Oder so. Was ist das denn? Okay, Raiden. Guck mal hier, ey. Raiden. Alter, was? Komm, ich hab. Kitana hab ein gutes Gefühl. Ja. Kitana. Ja, Raiden ist auch ganz gut. Okay. Boah, komm wieder ab, ey. Ist natürlich Pflicht bei Science of Gaming. Unsere Wissenschaftssendung ist ja auch eine Wissenschaft hier. Wie brutal kann ein Spiel sein? Mortal Kombat zeigt es ganz gut. Ja. Ja, das ist echt so, ey. Ja, aber hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Street Fighter. Mortal Kombat war auch nicht schlecht letztes Mal, aber nächstes Mal machen wir kein Beat'em Up, da machen wir was ganz Besonderes wieder. Okay, go. Boah. Alter, der rastet direkt aus. Ja. Das ist natürlich was ganz anderes jetzt, weil das viel schneller ist. Ja, ja, das ist ganz anderes Gameplay. Also, ich finde das so geil, voll nicht übertrieben mit dem Blut, so weiß ich. Ja. Ja, ja klar, tritt die Frau um. Wir müssen mal hören, wie sich das so anhört. Hey, was ist denn da für ein Elektroschock mit mir? Guck mal hier. Meinst du das oder was? Guck mal hier, du kleines Flittchen. Entschuldigung. Beim Beat-Up-Spiel geht's immer mit mir durch. Komm, hau mal raus da, die Angriffe. Boah, scheiße, Mann, ich kann irgendwie gar nichts. Hey, was war das denn? Keine Ahnung, ich hab irgendwie gerade einen Move gemacht. Boah, das war das Dynamo. Boah, Alter. Boah. Geschnetzeltes!
Jo, Alter! Achso, hier kannst du irgendwie die Stellung wechseln. Ja, ist doch cool, ey. Raiden macht auf jeden Fall Bock. Gegenseitig wegschnetzeln. Boah, der dreht mich. Das war's jetzt schon? Okay. Eine Runde, zwei, jetzt kommt die zweite wieder. Das ist die Stimme. Round mal mit Rebel, ich will dir was zeigen. Boah, was war das denn? Du hast irgendwie diesen Feuereimer damit genommen, ey. Boah. Jetzt geht's rund. Ja, wo bin ich? Wo bin ich? Hä? Der kann ja fliegen, ey. Ja, was die auf einmal für Aktionen machen, über einmal, ne? So voll unverhofft. Das zeigt immer, wie originales Button-Smashing funktioniert. Ja, komm, hau mal raus. Muss natürlich schon zum Gegner, ne? Guck mal, er drängt einen in der Ecke. Ja, Ecke drängen, kennst du das noch von früher, ey? Bei uns hat immer die Leute in die Ecke gedrängt und dann ja, irgendwelche klar. Sachen mit den Leuten bis ich gemacht. Auf einmal selber in der Ecke war. Ja. Komm her, komm her. Oh, er hat dich gleich. Nein, ah! Jawohl. Boah. Kommt der Dennis nochmal zurück oder ja! was? Ja! Oh, 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 ja! Ich weiß nicht, was ich drücke. Ja! Finisher! Finisher! Hey, was war das denn für ein Finisher? Wow. Geiler Voll. Finisher, Alter. Geil. Guck mal, er lädt sie nochmal auf da. Die alte Akkustation. Ich muss dein Handy aufladen. Ja, geil. Ey. Ja, auf jeden Fall war das hier noch eine kleine Runde Model. Ja, ja, eine kleine Model. Ja. So, wir haben natürlich noch ein Gewinnspiel am Start. Genau. Wo ist denn der Karton? Schon mal ganz kurz die Sachen. Ja. Hol mal erstmal den GTA-Karton. Ne, machen wir erst Need for Speed, okay. Also, Need for Speed könnt ihr auf jeden Fall gewinnen. Dieses wunderschöne Hoodie. Dieses wunderschöne Hoodie. Dieses wunderschöne Hoodie. Dip. Von Ghost aus dem Hause EA. Dazu haben wir noch. Die Tür sollten wir jetzt nicht zeigen. Dazu haben wir noch. Dazu haben wir noch. Ich krieg da die ganzen GTA-Sachen drin, glaube ich. So, pass auf. Wir haben hier noch GTA, aber das machen wir gleich. Das machen wir gleich. So, wir haben auf jeden Fall einen Hoodie. Wir haben Aufkleber von Need for Speed, Cappies und so weiter und so fort. Also ein Rundum-Paket für alle Need for Speed-Freunde da draußen. Ihr müsst uns eine Frage an gewinnspiel@playmassive.de schicken. Und zwar wollen wir gerne von euch wissen, wie heißt. Ja, wie soll man es erklären? Es gibt in Need for Speed einen Typen, der möchte unbedingt, dass man einen cool. One-Taker mit, für Cam Block dreht. Yo, wie heißt der Typ, der euch diesen Auftrag gibt? Das ist eine schwierige Frage, weil da muss man schon ein bisschen gespielt haben. Ich weiß es. Ja? Ich weiß das. Woher? Weiß ich nicht. Weißt du es echt jetzt? Ja. Cool, oder was? Glaubst du mir nicht. Dennis? Du weißt es echt jetzt? Ja. Krass, okay. Cool, oder? So, also, wie gesagt, ich erkläre es nochmal. Es gibt in Need for Speed einen Hauptprotagonisten Hammer. Oder einen Mitprotagonist vom Cast. Der kommt auch in den Cutscenes vor. Und der ist der Driftmeister in Need for Speed, wenn man so möchte. Und der sagt, der möchte unbedingt Cam Block überzeugen mit einem One-Take-Video im Driften. Und ihr habt dann die Mission zu driften. Wer ist der Typ, der euch diesen Auftrag gibt? So, das ist Frage Nummer 1. Und bitte schreibt in den Betreff dieser E-Mail den Titel Need for Speed Gewinnspiel. So, und da postet ihr direkt eure Adresse mit rein. Und genau, natürlich nicht werden vergessen, alle Adressen, ganz wichtig. Natürlich werden alle Adressen nach der Sendung und nach den Gewinnspielen immer gelöscht. Wir behalten diese Daten auch nicht. Der Einsendeschluss ist logischerweise nächste Woche, ja, bis zur nächsten Sendung. Also ihr habt praktisch eine Woche Zeit bis zum, was ist denn die nächste Sendung? Wann am kommt 9., glaube ich. Genau, oder? Die nächste Sendung kommt am 9.12. um 20 Uhr. Also ihr habt bis zum 9.12. bis um 19.59 Uhr Zeit. Ja. So, das ist Gewinnspiel Nummer 1, Need for Speed. Wir haben aber noch zwei GTA-Pakete, das heißt, es gibt zwei Gewinner. Und zwar gibt es ein T-Shirt, es gibt ein Mauspad von iFruit, ja. Es gibt Buttons, ja. Eine schöne Handyhülle. Eine schöne Handyhülle, einmal fürs iPhone und fürs für Samsung. Dann Pass. Haben wir noch einen Schlüsselanhänger, Aufkleber und einen Stressball. Stressball. Ja, Stressball. Oh, also, auch, ein Rundumpaket. ein Rundumpaket hier für alle GTA-Freunde. Hierfür haben wir auch eine Frage vorgesehen. Und zwar schickt uns eine E-Mail an gewinnspiel@playmassive mit dem Betreff GTA 5 Gewinnspiel. Und zwar würden wir gerne von euch wissen, wie hieß damals das Entwicklerstudio, das Grand Theft Auto gegründet hat. Ja, das ist sehr interessant. Da gibt es auch eine. Ja, also, wie hieß das Entwicklerstudio, was Grand Theft Auto gegründet hat? Und ja, also einfach die Antwort schicken mit eurer Adresse und da wird auch selbstverständlich alles gelöscht. Gewinnspiel@playmassive.de, ne? Genau. So, und die Gewinner werden auch nächste Woche benachrichtigt. Und ja, das war auf jeden Fall eine neue Sendung von Science of Gaming. Hat unheimlich viel Spaß gemacht und wie gesagt, wenn ihr solche
LAN-Party-Events wie bei Battlefront nochmal haben wollt mit irgendwelchen anderen Spielen, dann lasst uns wissen. Schlagt auch die Spiele vor. Nächste Woche gibt es eine neue Bestrafung für mich, die dann wirklich ausdenken kann. Und wir sehen uns. Danke fürs Zusehen und bis dahin, liebe Freunde. Danke, danke. Wenn euch dieses Spiel gefallen hat, verrat es allen weiter. Wenn nicht, behaltet es gefälligst für euch. Bis dahin, ciao! Macht's gut!